Okay, lass mal ein bisschen über Battle Rap sprechen. Ja, sehr gerne, Alter. Hast du Fragen oder willst du einfach nur von mir wissen, warum ich denke, dass sich keiner von euch traut? Ja, das zum Beispiel allen voran erstmal, gerne. Ja, also ich habe den Podcast gehört von dir und Fahrt. Erstmal Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Der wollte auch am Montag vorbeikommen, hat ganz knapp nicht geklappt, ja, weil der irgendwie auch todesbusy war und wir dann nicht hier waren. Okay. Da habt ihr ja so leicht angeschnitten, dass ihr beide Bock hättet, ein Tour-on-Tour gegen andere Leute zu machen, ne? Ja, er hat es mir in den letzten Jahren oft angeboten, beziehungsweise wollte mich oft dazu überreden, ja, aber er hat immer so Gegner im Kopf, wo ich mir denke, ey, ich respektiere die zu krass, als dass ich gegen die battlen will. Ja. Jetzt letzten Endes hat sich es, glaube ich, mehr so dahin entwickelt, dass er gesagt hat, ey, ich glaube, ich mache das jetzt wirklich, und ich dann so derjenige war, der gesagt hat, okay, zeitgleich in einem Moment, wo ich auch wirklich drüber nachgedacht habe, ja, das kann Tiers da bezeugen, dass ich ihn vor einigen Monaten sogar schon teilweise so ein paar Lines, ey, meinst du, ich habe noch gar keinen Gegner, aber wenn ich sowas echt schreiben würde, meinst du, das ist ein guter Anfang und so? Wirklich, ne? Ich habe den so ein paar Lines geschickt. Da auch nicht mich. Okay, gut. Und, und dann haben wir mal darüber gesprochen und dann meinte er zu mir, ey, ich hatte das jetzt wirklich vor, das zu machen. Und jetzt gar nicht, dass wir da irgendwie so ein Battle miteinander haben, aber ja, ich will ihm das jetzt auch nicht wegnehmen. Und wir haben dann so ganz offen darüber geredet, wer macht das jetzt von uns? Mhm. Einer muss. Einer muss jetzt. Einer von euch dann muss. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache das wirklich. Dann habe ich gesagt, ey, Digga, wenn du das machst, dann ich lass das jetzt erstmal. Ich kümmere mich um andere Sachen. Ich habe eh keine Zeit für den Scheiß. Das ist aber auch, die geilste Position. Das ist gut dazwischen. Das ist gut dazwischen auf jeden Fall. Lass den Fahrt erstmal so einmal in die Schusslinie. Okay, macht der gut. Okay, dann bin ich doch raus. Und wenn der abreißt, okay, jetzt komme ich. So. Ja. Aber also es ist natürlich. Aber ich glaube, das ist jetzt auch gerade ein gutes Momentum. Und auch hier an der Stelle, no disrespect, liebe Grüße. Ich möchte da nicht drauf rumreiten. Aber wir hatten jetzt gerade einen Industrie-Rapper, wenn du es so nennen möchtest, der auf die Bühne gegangen ist und gar keine Leistung abgeliefert hat. Richtig. Ja, du kannst es leider Gottes nicht anders umschreiben. Ich würde es sehr gerne anders umschreiben, vor allem, ja, weil ich Jay-Z sehr, sehr lange kenne, wirklich sehr, sehr lange. Und ich auch der Meinung bin, dass er dort ganz klar unter seiner Fähigkeit performt hat. Natürlich. Also er hätte da was ganz anderes machen können. Bestimmt. Bin ich von überzeugt. Aber dadurch, dass das jetzt passiert ist, ist jetzt, glaube ich, auch so ein Momentum, wenn ich morgen battlen würde und einfach nur gut wäre, dann würde schon so... Beste Zeitpunkt. Weißt du, ja, Hauptsache, das ist jetzt nicht so gelaufen wie das letzte. Genau. Er ist gekommen. Also ich glaube einfach, es ist jetzt gerade so, vor diesem Battle von ihm hat man erwartet, wenn so einer aus dieser Welt kommt, muss er alles ficken. Jetzt ist so, wenn der kommt und sich nicht blamiert, ist schon genau, gut. Genau, nur Text. Weißt du? Vergiss nur den Text nicht. Weißt du, was Rap ich meine? Nur deinen Text. Also es ist schon ein guter Moment, würde, ja, ich sagen. Aber ich bin jetzt auch keiner, der so einen Moment für sich ausnutzt. Wenn ich das mache, ich habe da einen Anspruch an mich selbst. Ja. Und ja, erzähl erstmal, warum du der Meinung bist, dass wir uns nicht trauen. Ja, Fallhöhe, dicker Gemütlichkeit, Fallhöhe, finanzielles Polster, fehlender Hunger. Aber verstehst du das? Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ja. Ja, klar. Aber wir hatten letztens eine kurze Diskussion und da hast wir du beide. Mir, haben wir die Diskussion geführt oder hast du auf etwas reacted, wo ich das gesagt habe und warst anderer Meinung? Ich glaube, du hast auf, hast auf einen Animus-Podcast reacted, wo ich glaube schon, dass wir in Konversation miteinander drin sind, weil du auf Dinge reactest, die ich sage. Ja, das kann sein. Und ich kriege das dann manchmal mit. Ich hatte da irgendwo, glaube ich, gesagt, dass ich einfach eine Sache als schon mal unfair betrachte. Also du sagst ja, du bist ja auf dem Standpunkt, dass wir immer sagen, es soll jemand kommen. Also Leute wie ich, die, ja, die sich zuschreiben, MCs zu sein und, ja, rappen und auch battlen zu können, ja, sagen, es muss jemand kommen, der auf Augenhöhe ist, weil wir wissen, dass sich keiner traut zu kommen. Richtig. Und dementsprechend ist das Thema dann ad acta. Genau. Aber, jetzt kommt das große Aber, und da hast du widersprochen, aber darüber würde ich gerne mit dir diskutieren. Wenn ich sage, dass ich trete meinetwegen einfach gegen einen Battle-Rapper an. Mhm. Und ich würde sagen, okay, du existierst, Tierstar und Mighty Mo, wo man auch viel Informationsinput mittlerweile hätte, sage ich mal. Ja. Ja. Aber jetzt nehmen wir euch dreimal nur weg. Okay? Ja, schwierig. Sage ich, dass jeder andere Gegner, der mir gegenüberstehen würde, einfach schon eine viel bessere Grundvoraussetzung hat, wenn es nur darum geht, was kann er sich an Informationsinput mir gegenüber holen und was finde ich über den Typen heraus? Gar nichts. Ich müsste dann so probieren, in seine Stadt Freunde von ihm kennenzulernen, die mir dann irgendwelche Geschichten erzählen. Nein, 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 so schwer ist auch nicht. Du müsstest Battles gucken, du müsstest szenekundige Leute fragen, aber das wäre für dich zu viel Mühe wahrscheinlich. Nein, um Gottes Willen, aber selbst wenn ich das machen würde, würde das wahrscheinlich immer noch nur 20% von dem ergeben, was er sich holen könnte, wenn er einfach nur meine Alben, der kann sich 12, 13 Alben anhören, ja, der kann sich 15 Jahre Interviews geben, der kann sich Dokumentation angucken, wo meine Mutter, ja, redet, Alter, der kann alles. Soll ich dir was sagen? Der hört sich alle Alben an, hört sich die Interviews deiner Mutter an, hört sich, geht auf Wikipedia, findet alles raus, was er über dich rausfinden kann, macht eine Runde über deine Mucke. Weißt du, du mit zwei Lines, die diese 1500 verstehen, wo die alle wissen, krass, der hat das und das Battle gesehen.
mit zwei Punchlines, die den diffamieren aufgrund eines Battles, was der in diesem Kreis gemacht hat, ist die Runde bei dir. Weil der, wow, so Impact, ja. Weil der Wow-Effekt so groß ist. Warte mal ganz kurz. Willst du mir sagen, PA Sports hat sich jetzt hier Hansen gegen Craze reingezogen? Woher kennt der den Insider und warum macht der daraus so eine geile... Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wo ich es erzähle. Weil ich mir das gerade vorstelle. Ja, aber denkst du, die Crowds, die da stehen, sind so krass into it, dass sie das alles kennt? Was? Davon, das macht es ja gerade so schwierig. Ehrlich? Also, ja. Wir reden hier, also es gibt Top-Tier Takeover, ja, und es gibt Diltily. Ja. Top-Tier Takeover, ja, ist Alben, YouTube, hast du nicht gesehen, wenig Insider. Okay. Diltily, wenn du dahin gehst, was das ultimative Ding ist, weil, wie ich jetzt zu meinem Leidwesen auch erfahren musste, du stehst da, Kreis, Kolosseum, 1500 Leute, Druck. Wenn da zwei Lines kommen, die fachkundig sind, da hast du die sofort. Das ist wirklich so krass. Der hat sich wirklich damit befasst. Weil Jesus hat ja unter anderem so reingeschissen, weil du gehört hast, der spricht Namen falsch aus, der verwechselt die Leute, der ist komplett an Thema, als komplett das Thema verfehlt. So, und wenn du, da kann einer stehen, wie du willst, du bist CEO und Jamule so und so. Und du sagst dann, warte mal ganz gut, Jamule macht so und so, aber in deinem Battle gegen Notice hast du doch in der zweiten Runde das und so. What? Was ist mit dem los? Woher weiß der das? Okay, das ist ein Aspekt, den du mir gerade nahe bringst, der, ja, auf jeden Fall... Der ist mir auch gerade erst eingefallen, als du es erzählt hast. Ja, es könnte ja eine Waffe sein. Könnte ein Werkzeug sein. Könnte ein Werkzeug sein. Und was du unterschätzt ist, die Battle-Rap-Community, das Publikum, ist unfassbar fair und dankbar. Ja. Das heißt, dass du überhaupt das in Erwägung ziehst. Nice. Ich höre, der will battlen. Okay, crazy. Der sucht jetzt noch einen Gegner. Laber doch nicht. Es steht schon Gegner für den, als ob, ich glaube das nicht. Announcement, Dekerchen. Als ob, gegen den, der, und dann wird rumort. Und du merkst auch in deinem Umfeld, obwohl du, keine Ahnung, Millionär bist und so, aber du kriegst auch auf einmal Nachrichten, liest Kommentare, hörst von dem und dem, von deinen Rapper-Kollegen, machst du wirklich schon das? Bist du? Ey, gegen den, mach mal so. Und Leute kommen auf einmal mit Ideen. Pass auf, ich bin jetzt gerade im Redefluss. Ich war auf einem Konzert vom Kollegen von Taha und Mortis. Mhm. Und Sido ist mit den beiden cool, weil Sido auch mit dem Echo cool ist, nicht Echo Fresh, sondern... Ich weiß Echo. Ja, liebe Grüße an Echo. Genau, Grüße an Echo. Genau. Und da war Sido da und der kam natürlich sofort zu und meinte, wenn wir battlen würden, ich würde dich zerstören. Meinst du, hör mal zu, sei mal nicht böse, aber du überschätzt dich so gnadenlos. Ne? Und dann haben wir so 2-3 Stunden diskutiert, meinte er, gegen dich würde ich auf der Bühne das und das machen, meinst du. So, gegenseitig gepiekst. Voll nice. Meinst du so, guck mal, wir reden jetzt hier 2-3 Stunden, im Endeffekt, Eier sind wo. Mach da deine Millionen, mach den Astronaut, ist alles gut, ne? Mach deine Touren, spiel 17 Weihnachtskonzerte, du traust dich eh hier nicht hin. Meinte, ja, musst du so und so. Im Endeffekt, der kommt auch nicht, ne? Aber es ist einer, bei dem ich es mir, es gibt ein paar Leute, wo ich es mir vorstellen könnte. Der hat auch keine Vorstellung nicht so fern liegt. Safe. Den du dir in diesem Setting vorstellen kannst, dass er das macht. Der hat auch gute Punkte gebracht. Und das ist einer, Sido ist einer davon. Der hat Punkte gebracht, wo ich mir dachte, okay, der hat schon mal durchgedacht. Sido könnte es, Sammy könnte es, Sido Fahrt kann es. Ich will von mir selber nicht gehen, aber ich würde behaupten, dass wenn ich mich wirklich darauf einlasse und mich darum kümmere, dass ich das auch kann. Ja. Es gibt ein paar Leute, die das können. Ich glaube, Motrip kann das auch. Nee, der ist nicht böse genug. Meinst du? Nein. Doch. Nein. Der könnte nicht jemanden. Also, ich glaube, der ursprüngliche Kool Savas könnte es auch noch, aber er ist zu weit weg davon mittlerweile. Ich habe auch gesagt, als man mich gefragt hat, du warst dabei, hier, Savas war dabei, Sammy war dabei, für mich Manuelsen wäre dabei gewesen, weil ja. Punchlines, böse Präsenz. Er kennt das. Er kennt die Cypher. A Cappella. So, ich glaube auch Animus könnte, auch wenn ihr oft miteinander, ich glaube auch gar nicht, dass er das unterschätzt. Ich glaube, du hast das Gefühl, dass er das sehr unterschätzt. Oder aber man muss sich ja auch selbstbewusst in der Öffentlichkeit geben. Ja, oder vielleicht sagst du einfach nur, damit der in diese, damit der einmal so reintippt. Ja, also ich glaube, es gibt schon ein paar, bei denen man sich vorstellen kann, dass die das machen können. Ich glaube, unter den erfolgreichen Künstlern unserer heutigen Zeit, also die gerade den kommerziellen Markt dominieren, gibt es keinen einzigen. Ne? Außer Sido, jetzt nehmen wir Sido und ja. Leute, also nehmen wir die komplette neue Generation. Ich glaube, von denen kann es wirklich, warte, ich will niemandem Unrecht tun. Aber auch gehört Kimo auch dazu? Ja. Eventuell, den kannst du eventuell rausnehmen, aber will ich jetzt auch nicht einfach die Battle-Rap-Krone aufsetzen, weil er ein guter MC ist. Nein, der hätte auch gar keinen Bock auf sowas. Ja, aber ich glaube, sonst die neue Generation kannst du komplett, aber in dieser Generation ist es ja auch maximal uncool. Diss-Tracks und sich aus der Komfortzone raus. Ja, und auch, ich glaube, keiner von denen kennt auch einen Cypher-Kreis. Ja. Also dieses Cypher-Ding. Das habe ich zu Sido auch gemacht. Meinst du, guck mal, du hast recht, Humor, sowas, du bist Sido, Mann, du bist lustig, du bist clever. Klar würdest du gut ankommen. Aber
für mich kannst du nicht gut genug rappen. Da meint er so, klar bin ich ein guter Rapper. Meinst du, ja, du meinst so, du bist ein guter Rapper, aber ich sag dir kurz die Definition für mich von guten Rapper ist, mach ein Beat an, stell da einen Motrip, ein PA, ein Savage, ein Kimo, ein Moloch Dilemma, ein Sammy Deluxe, stell die da alle hin und ich sag, du machst den schwächsten Part. So, nicht was man sich merken kann, sondern für mich ist ein guter Rapper jemand, der mit dem Mikrofon da steht und in einem Cypher-Kreis bei einem geilen Beat einen Killer-Part abliefert einfach. So, und ich meinte so, ich glaube, das könntest du nicht. Halb Wahrheit, halb um den zu pieksen und der ist natürlich, der ist draufgegangen. Glaube ich dir. Er hat, glaube ich, auch eine große MC-Ehre und ich muss sagen, er gehört auf jeden Fall für mich zu meinen 5 Deutschrap-Goats, wenn ich sie benennen müsste. Mhm. Ja, er gehört für mich auf jeden Fall dazu. Aber ich glaube, dass das auch einen bestimmten Ursprung hat, diese These. Mhm. Und zwar, ich komme wirklich aus, die bestimmt auch, aber ich komme aus dem Ruhrpott, der komplett tot gewesen ist und wir haben uns durch diese Cypher-Kreise hochgearbeitet und einen Namen gemacht. Ich musste damals wirklich, ich habe vor dem Konzert gewartet, bis Echo rauskam, ich bin 13 und kann rappen. Und dann hat sich ein Cypher-Kreis um mich gebildet und ich musste ihnen ein paar Drops bitten, verstehst du? Und die sind hier in Berlin die Generation gewesen, wir haben einfach den Sound mit einer Sache geprägt, die sich vorher keiner in Deutschland getraut hat und sind so big geworden. Ja. Das heißt, ich hatte das, glaube ich, einfach öfter, diese Situation, dass ich mich über diesen Mechanismus beweisen musste. Mhm. Und das ist auch eine Sache, mit der ich mich nicht identifizieren kann, wo ich es aber auch ein bisschen traurig finde, dass es man fühlt sich so ein bisschen wie ein alter Mann, wenn man so darüber redet, aber ich bin eigentlich noch jung, so weißt du, aber ich komme aus einer Zeit, du musstest das machen, du musstest dich beweisen, du musstest rappen, Alter. Wie alt warst du, als du bei Feuer bei Deutschland warst? 16 oder 17. Das ist geisteskrank. Man musste rappen, Bro. Scheiß mal jetzt auch auf Feuer über Deutschland. Das war alt, das war. Also, wir sind am Wochenende rausgegangen und wir wussten, wir gehen raus, um in solche Situationen zu landen und zu zeigen, was wir drauf haben. Mhm. Und die großen Momente waren dann, wenn wir irgendwo waren, wo die Big Player waren, wo wir vor Echo rappen konnten und vor dem rappen konnten, vor damals vor Manu rappen konnten und dann auf einmal Manu rappt mit uns. Mhm. Der ist nicht nur der Star, der dann singt, auf einmal, er ist in der Cypher, sagt, weißt du was? Der hat selber auch Bass. Er bringt auf einmal auch Bass. Und du denkst, boah, ich hab solche Momente mit Sammy gehabt. Gänsehaut. Weißt du, als 15-, 16-jähriger Junge, Dicker. Ja. Heutzutage, Bruder, was macht das? Und soll ich was sagen? Was von einem Spirit lebt das? Und soll ich dir was sagen? Natürlich ist es verloren gegangen. Soll ich dir was sagen? Wenn du, sagen wir mal, 10, 15 Jahre später geboren wärst, die hätten versucht, guck mal, du warst ja damals sowas wie, wenn wir es so übertrieben sagen, ein Euphemismus, so ein Wunderkind. Mann, mit 15, 13 schon vorrappen, rappen können, noch besser werden. Die hätten das heute, hätten die das so genommen, Deckel drauf, Sachen gekauft, Hype aufgebaut, hier kommt das neue Wunderkind und dann geh in die Welt heraus. Mhm. Weißt du, ich meine, die hätten so ein Paket aus dir gemacht. Voll, voll. Und dich so gar nicht natürlich deswegen entwickeln lassen. Deswegen sage ich immer, Manuel hat schon viel Scheiße gelabert in der Öffentlichkeit. Mhm. Ne? Sorry, no disrespect an der Stelle, aber dieses Hot 16-Interview, kennst du das, wo der sagt, give me Hot 16? Ja, klar. Das ist einfach so stellvertretend für alles, was ich hier gerade gesagt habe, weil ich fühle das. Genau. Wenn heutzutage ein Künstler zu mir kommt und mir sagt, ey Bro, ich bin krass und ich habe hier und ich war da eigentlich, guck mal, Bruder, bitte, mach mal dein Handy weg, scheiß mal auf diesen Song, den du mir da gerade hören willst, gib mir Hot 16. Ja. Zeig mir was. Rap mal, Rap mal, Bruder. Wenn du das nicht kannst, Bruder, verpiss dich. Ja. So, meine Lieben, es ist soweit. Meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an. Die erste Tour, übertreibt nicht, ist durch. War schon sehr, sehr erfolgreich. Und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations. Ich spiele 7 Großstädte, und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart. Ich freue mich auf euch. Es wird sehr, sehr böse, wenn ihr es abkönnt. Geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei. Es wird krank. Ja, ich darf euch sagen, ich habe einmal, ich habe das auch sehr, sehr oft, weil ich halt Battle Rap gemacht habe und Leute mir einfach ihre Songs oder Lines zeigen wollen. Ne? Oder lass mal freestylen. Mache ich schon lange nicht mehr, seit es einmal in die Hose gegangen ist. Da habe ich einmal so jemanden so beleidigt, der war mit seiner Freundin da. Die waren heartbroken. Seitdem mache ich sowas nicht mehr, weil die Leute sich nicht vorstellen können, was in einem Battle Rap-Hirn abgeht. Wie man die beleidigt, das kennen. So, in 10 Jahren Battle Rap ist es einmal vorgekommen, dass mir jemand was vorgerappt hat und ich war so, Dicker, das ist Bombe. Da war ich, Karl Radjada, Noob, Grüße an Tarek, gehen raus auf jeden Fall, da warst du ja, glaube ich, auch. Und da kam so eine Gruppe von Kennex dabei, die haben erstmal so Palaver gemacht nach dem Motto, wie, macht ihr schon zu, wir fackeln den Laden ab. Und dann war so, Cynic, was machst du denn hier? Meinst du, ich bin ein Kollege vom Chef. Ja, okay, war nicht so gemeint, Spaß. Aber wir haben hier einen, der kann krass rappen. Ich so, guck mal, ich battle hier gegen keinen von euch, aber wenn er will, kann er mir gerne was vorrappen. Und der hat live aus dem, kennst du die Leute, die dafür gemacht sind, aus der Hüfte, als wenn das nichts wäre, hat er auch mitperformt. Ja. Und der hat 2 nice Tracks, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ob der jetzt was gemacht hat, aber der hat 2 nice Tracks. Ja. Und der war aber auch, ich habe den gefragt, meinte so, meint er, nee, wir arbeiten dran, wir haben schon
so und so, wir wollen das dann und dann machen. Also es hat sich vernünftig angehört, was die gesagt haben. Ja, und es war krass vorgerappt. Und das ist natürlich, das sind die Momente, gegen die kann sich auch keiner wehren. Egal, ob es jetzt 13, 14-Jährige sind, du kannst einen Song vorspielen, aber wenn du Live-Bars gerappt kriegst oder gefreestylt bekommst, den Effekt kannst du nicht duplizieren. Ja. Und ich mache es auch viel zu wenig, weil ich selber mittlerweile in dieser Szene drin bin, wo das gar nicht mehr existiert, ja, Alter. Und merke natürlich dann auch, dass du merkst natürlich, dass du selber schlechter da drin wirst. Ja. Also ich hätte mit 17 Jahren viel routinierter dir einfach mal einen 16er gejobbt. Wenn du mir jetzt sagen würdest, rap ein 16er, ist das so scheiße, was mache ich jetzt? Und dass das so ist, fuckt mich richtig ab. Ja, aber das ist doch der Lauf der Dinge auch. Es fuckt mich richtig ab, Alter. Weil irgendwo in meiner eigenen MC-Ehre gucke ich dann so in den Spiegel und denke, du bist nicht mehr so krass, wie du eigentlich sein müsstest. Aber ich weiß auch, dass es für dieses Krasssein, wenn ich mir das jetzt aneignen würde oder mich ein paar Tage darauf konzentriere, ist ja nichts, das ist etwas, was du sehr schnell wieder auffrischst. Ja. Es gibt kein Return of Investment, weil es interessiert keinen Menschen. Aber ich sag mal, also ich bin halt ein riesen Cypher. Kennst du diese Cypher von Samy Deluxe, wo so 20 Leute auf dem Boot sind? Ich wurde mal zu sowas eingeladen, das sollte letztes Jahr stattfinden, aber fand dann nicht statt. Irgendwas 50 Jahre Hip-Hop oder so. Ich glaube, das ist 3-4 Jahre auch schon her. Da sind die auf so einem Boot, Moloch Dilemma, Samy, Syllable, Spill und so. Ich glaube auch Motrip, Echo. Und das sind einfach, Mann, da geht ein Beat an und du kommst da hin. Und dann am Ende heißt es, welcher Part war am krassesten? Weil automatisch vergleichst du ja die Parts. Geil. Ich finde es schade, dass, okay, ich beschäftige mich auch zu oberflächlich damit, aber dieses Rap, Larue und Icon und sowas gerade voll abgeht. Gibt es da irgendeinen richtigen? Wie? Was meinst du? Na, kein Scheiß jetzt. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Rap, Larue? Rap, Larue ist dieses Rap-Casting-Format von Samy de Larue? Weiß ich nicht. Und Icon, du hast noch nichts davon mitbekommen. Also die Worte höre ich zum ersten Mal in meinem Leben. Nein, aber kein Scheiß, Icon kenne ich nur wegen den scheiß Cappies, die alle tragen. Nein, du lügst jetzt. Nein. Wirklich jetzt. Wo ist denn der Spaß, wenn ich jetzt sage, kenne ich doch, Hammer-Joke. Aber nein. Das ist so ganz normale, Deutschland sucht den Superstar auf Rap-Ebene, was im Internet jetzt. Das seit 2 Jahren, ich würde sagen, es existiert jetzt seit 1-2 Jahren, war so immer so am Kommen und hat jetzt seit 3-4 Monaten den maximalen Hype bei den jungen Leuten. Also meine Tochter kommt zu mir und das sind so die neuen Stars für sie. Okay. Weißt du? So Generation Jamule ist schon wieder eine älter, für die im Alter 10, 11 und so, die sind alle auf diese Casting-Scheiße gerade. Aber stehen die da vorne Mic und rappen? Ja, richtig. Mit Jury, da sitzt Jury und dies und das und jeder, der auch da jetzt weiterkommt, hat auch automatisch Songs jetzt bei den Spotify Top 50 und so. Also da ist gerade wirklich Druck drauf. Und Samy Deluxe veranstaltet das? Nein, Samy Deluxe hat nichts damit zu tun. Samy Delarue ist ein Typ aus Frankfurt, aus der Sadik-Ecke. Hast du bestimmt mal gesehen. Also ach so, und der veranstaltet. Der macht ein bisschen Twitch und so. Es gibt zwei davon. Es gibt jetzt sogar zwei Formate, die big geworden sind. Und eins ist Icon. Eins ist Icon, das andere ist Rap Larue. Jetzt habe ich voll den Ding. Ich habe selber gar keine Ahnung davon. Ja, verstehst? Also tu doch nicht so, ey. Nein. Ich beschäftige mich erst jetzt damit, weil ich langsam merke, Alter, das hat maximalen Hype. Ja. Ich krieg das schon seit 1-2 Jahren mit und ich weiß einfach, dass es mega big ist. Ja. So, und alle anderen beschäftigen sich schon viel mehr damit. Und als ob es nicht geil wäre, wenn sagen würde, wir haben jetzt heute einen Special Guest hier, der auch Box 6. Aber ich habe das Gefühl, dass es dort auch keinen einzigen MC gibt. Und darüber hätte ich jetzt gerne mit dir gesprochen, weil ich krieg nur mit, dass da so diese, habe ich so das Gefühl, aber sorry, ne, ich von außen betrachtet, ich weiß, es gab diesen, kennst du San Andreas? Den gab es, glaube ich, der kommt aus einer der ersten Staffeln, das ist so ein richtiger Rapper. Der geil spittet, der geile Bars hat und so, aber sonst kriege ich nur mit, dass so Jungs und Mädels da kommen, die halt so eine Playlist-taugliche Musik machen. Bei den Casting-Shows. Ja, okay. Worauf ich hinaus will, ist, das ist halt etwas, was von der jungen Generation mit der Jury entscheidender, glaube ich. Ja. Also die Jury und die junge Generation, die sich das reinzieht, entscheidet, glaube ich, am Ende des Tages, wer das Ding gewinnt. Ja, dann klar, Hit-Tauglichkeit. Und ich glaube, jemand, der da mit so krassen MC-Skills am Start wäre völlig uninteressant. Ja. Es ist wichtiger, dass du auf Autotune eine geile Hook trällern kannst. Aber zum Beispiel, dass dieses... Habe ich das Gefühl, sorry, falls ich irgendjemandem Unrecht tue und ihr eigentlich voll seriös und strictly Dings seid. Liebe Grüße auch an Samy, hat mich schon mehrfach eingeladen. Wir wollten es irgendwann mal hinbekommen, wir kriegen es auch irgendwann mal hoffentlich hin. Aber das ist so mein Eindruck. Jetzt hast du so lange, weil jetzt habe ich wieder einen Punkt vergessen. Ja, aber das bringt ja auch gar nichts, wenn du dir das noch nicht mal reingezogen hast. Nee, aber ich hatte was anderes. Genau, das ist auch nicht der Punkt gewesen. Scheiß drauf. Wir waren aber bei Battle Rap eigentlich. Ja. Genau, wir waren ja bei dem Thema, warum es keiner von euch macht, aber sag mal prozentual, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrt in den nächsten 2 Jahren ein A Cappella-Battle macht? Wenn jetzt nichts Großes in seinem Kopf passiert, was irgendwie einschneidend und verändernd sein sollte, gehe ich davon aus, dass er es zu 90% machen wird. Und, also wenn ich ihn jetzt privat frage, Bro, machst du das wirklich? Ich sage, ja, ich mach das. Okay, und sucht er sich aus? Weil der kann sich aussuchen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er
Also ich weiß, dass er noch niemanden im Kopf hat, auf den er sich so einschießt und sagt, ich will unbedingt gegen den battlen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, wir haben darüber diskutiert, ich glaube, das wurde, nee, ich will jetzt nicht mehr. Das kommt in 3 Wochen hoch, hier das Video. Scheiß drauf. Wir Ja. haben letztes Mal darüber gesprochen, weil ich habe ihm gesagt, ey, battle doch eigentlich gegen Lars. Ne? Er ist der Industrierapper mit der besten Macht er nicht. Einzelleistung. Macht er das nicht. Und er sagt aber, das wäre für ihn auch gar nicht interessant. Er sagt, ich sehe ihn, also er sagt, krasse Leistung. Ich will ihn diese Leistung nicht absprechen, aber nur weil er als Industrierapper jetzt einmal auf die Bühne gegangen Ja. ist, sehe ich ihn nicht mit der Battle-Rap-Legacy, die ich habe. Safe. Und ich bin der Meinung, dass ich gegen einen richtigen Battle-Rapper rappen sollte und nicht mit diesem Film anfange mit, das muss auch einer auf Augenhöhe sein. Killer. Und er sagt auch, ich will auch keine 20.000, 30.000 Euro, weil ich verstehe, dass diese Leute keine 20.000, 30.000 Ja. Euro haben. Aber er lässt sich auch keinen Druck machen mit, wo findet das Battle statt, Ja. welche Plattform nutzt du, welcher Gegner. Sagt, ich werde Ey, das irgendwann mal ist. rauskommen, ich werde es anbieten Ja. und entweder nimmt derjenige dann an oder nicht. Das Und ist. ich würde, das ist jetzt einfach nur Spekulation von meiner Seite aus, ich würde schon denken, dass das unter diesen Battle-Rappern dann einer der polarisierendsten sein sollte. Das heißt, entweder Ja. du, Mighty Mo, Tierstar, vielleicht gibt es ein, zwei andere Namen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber ich denke, dass das Ja. die Kandidaten Also sein könnten. stelle ich mir auch auf jeden Fall nice vor, weil man, der kann rappen und der hat mittlerweile seine perfekte Formel gefunden für ein Aber du A-cappella-Rap. als derjenige, der das auch predicted und seit Jahren auch macht und will, Ja. würdest du dich dann auch reinwerfen, wenn derjenige kommt und sagt, ich will dich? Ohne mit der Wimper zu zucken, egal Wirklich? wen. Ja, Ja? klar. Ja. Krass, okay. Also da würde ich. Würdest du dir nicht denken, oh Scheiße. Natürlich würde ich mir das denken. Natürlich. Aber Scheiße. ich denke mir auch, ich mache jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt gerade 10 Monate Comedy, um neues Material zu machen. Und natürlich denke ich mir vor der ersten Show, Scheiße, Mann, was habe ich hier gemacht, ey? Jetzt muss ich da hoch und was, wenn das nicht funktioniert? Genau wie bei, ich habe jetzt auch ein Battle in der Vorbereitung, das ist ein 5 Wochen oder 6 Wochen ist das und denke mir auch so, warum habe ich das angenommen? Ah ja, stimmt, wegen Steuerschulden. Aber muss ich jetzt trotzdem auch gut machen. Und das ist ja der normale Gedanke. Ja. Also wenn der Fahrt ein Battle gesettet hat, wird er sich denken, nice, nice, nice. Dann kommt diese Phase und dann kommt aber auch immer die Phase, wo du denkst, ich Idiot, Mann, Alter. Jetzt muss ich mich da echt hinstellen. Da guckst du diese Videos an, siehst du, wie Leute verkacken, denkst du, was, wenn das mir passiert? Irgendeine Phase hast du immer, wo du denkst, war eine scheiß Entscheidung. Aber darüber hinweg machen, halbwegs abliefern, sodass dass keiner sagen kann, er hat das Half-Ass gemacht und am Ende die Props ernten. Das sind andere Props Glaube ich dir. wie Ich für ein Album, wie für einen Song. kann mich noch daran erinnern. Es ist sehr, sehr lange her und es ist auch eine andere Zeit gewesen. Ich Ja. würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es damals noch ein ganz anderer Sport war als heute. Es hat von einem ganz anderen Spirit gelebt, aber ich weiß, was es bedeutet, wenn du auf der Bühne stehst Ja. und direktes Feedback auf geile Lines, auf Battle Lines. Und selbst wenn es nicht in einem Battle-Kontext passiert, sondern einfach nur eine Cypher ist Ja. und du für deine Lines bejubelt wirst und die Leute ausrasten, das ist Ja. was ganz anderes, wie wenn jemand zu dir sagt, ey, du hast einen geilen Song. So, meine Lieben, diese Episode wird gesponsert von Taipan Schmuck. Taipan arbeite ich zusammen seit 2021, bin maximum zufrieden natürlich, habe vorher auch schon feines Silber gerockt und jetzt natürlich umso mehr. Und es gibt auf jeden Fall gute Neuigkeiten, denn für die Leute, die generell einfach hauptberuflich kein Geld scheißen oder ein bisschen jünger sind, gibt es jetzt eine Produktlinie komplett aus Edelstahl. Heißt Klassiker wie die Plattenkette als Armband auch. Mein Favorite, die Santorini, auch ebenfalls als Armband erhältlich und mit dem Code Gib mal Feuer 20, bekommt jeder von euch 20% auf jedes Edelstahlprodukt. Und für den Rest des Sortiments, sprich Gold und Silber, mit dem Code Gib mal Feuer 10, 10% auf alles. Infos stehen in der Beschreibung. Und wenn ihr zuschlagt, und ich glaube irgendwie, ihr werdet zuschlagen, tut mir nun Gefallen, vergesst bitte nicht eure Mütter, eure Schwestern, eure Tanten, eure Freundinnen und eure Affären. So, meine Lieben, jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Aber jetzt, wo natürlich auch viel Kritik, was heißt Kritik, aber es auch auf die Industrie, sage ich mal, oft eingeprasselt hat, da traut sich keiner und dies, das muss ich dir aber auch ehrlich sagen, dass es in der Battle-Rap-Landschaft in Deutschland bis jetzt keinen gibt, den ich zu 100% feiere. Den ich wirklich richtig geil finde. Aber Es, meine ich auch jeder hat, nicht. jeder hat ein bisschen was Aber von. hast du solche das Mighty, voll. muss ich dir, sorry, muss ich dir wirklich sagen, sein erstes Battle gegen dich. Die erste, zweite Runde, ich weiß es nicht, wo er diese Dings aufzählt. Diese Rap-Gesetze oder diese 40. Oh mein Gott. Boah, wurde er durchnummeriert, Alter. Ja. Der hat nicht aufgehört zu nummerieren. Auf jeden Fall, das ist so die Ja. Runde, die mich bis jetzt bei allen, glaube ich, am meisten abgeholt hat. Aber Was? Die war grottenschlecht? welche? Diese Runde, wo der aufzählt. Euer erstes Battle, was ihr Ja, miteinander es war ein hattet. Titelmatch. Da hat er einfach Grund Nummer 17 und er hat nicht aufgehört.
Das war grottenschlecht, der hat eine Runde durchnummeriert. Meinst du dasselbe wie ich? Du, ja. Es gibt, guck mal, es gibt das erste Battle, was wir haben drei Battles. Das erste hat er gegen dich gewonnen, glaube ich. Das erste hat er 5-0 gewonnen, das war bei Rap am Mittwoch. Genau, Champion. Das ist schon alt. Das ist alt, genau. Das ist, glaube ich, das, was ich glaube, dass ich das meine. Ich glaube, da hat er durchnummeriert. Dann gab es das zweite Battle, Alpha Royale. Ja, genau. Die berühmte Schiebung. Ja, gibt es noch ein drittes? Ja, das dritte war bei Farid Bang in der leeren Halle. Das habe ich mir gar nicht reingezogen. Ja, vollkommen zu Recht auch. War eine leere Halle. War Corona-Zeit. Farid Bang hat gesagt, wir machen jetzt das Rematch, weil er nicht wusste, dass wir vorher schon zwei hatten. Und hat dann gesagt, da hat er bei mir im Stream, hat er mich im Stream meist so, wenn es die und die Summe gibt, da haben wir beide super viel Geld bekommen für Battle-Rap-Verhältnisse und haben dann ein drittes Match gemacht in einer leeren Mitsubishi-Halle. Irgendwas war da, ne? Ja, Livestream-Übertragung. Während wir gerappt haben, haben Leute so Hand auf ein Auto gelegt, weil wer die Hand zuerst loslässt, kann das Auto nicht gewinnen. Also es war Roos und Farid auf der Bühne als Judges und die waren so, haben sich schon hingesetzt und wir haben da vorne dann so in der leeren Halle gegen, Alter. Das war wirklich grausam. Scheiße. Das hat er aber auch gewonnen. Ich scheiß mal jetzt drauf, ob ich die Runde meine, die du so schlecht findest oder ob ich was anderes meine. Worauf ich nur hinaus will, ich habe mir einen Teil deiner Reaction auf Jay-Z sein Battle reingezogen. Ja. Oder habe ich mir deine Reaction oder die Reaction von Jay Jiggy auf deine, ich habe mir keine, Bruder, diese ganze Reaction gefickert, mein Leben auseinandergenommen. Ja. Auf jeden Fall gibt es die Stelle, wo du darüber redest, dass man über eine, wenn man über eine bestimmte Geschwindigkeit redet, von diesem Rappen oder halt das so Poetry Slam mäßig aufsagen und dass der Jay-Z, er ist ja eigentlich ein Rapper, er hat das Rappen quasi komplett abgelegt und hat nur noch geredet und es war nur noch so, wann kommt der in ein Flow-Pattern rein oder irgendwas, was sich so ähnlich anhört. Gib uns eine Line, gib uns irgendwas. So, und mir fehlt der Battle-Rap-MC, der das beides richtig krass miteinander kombiniert, der wirklich ein unfassbarer Rapper ist, wo ich wirklich so sage, der kann so disastermäßig flowen, dieses und dann aber noch dieses Real Talk Level und dann auch noch diesen Humor. Und dieser Typ fehlt mir einfach. Kann ich dir einen nennen? Den kennst du wahrscheinlich, das ist ein Newcomer. Ja. Der heißt Kiruma. Okay. Und der ist das Total Package. Wirklich? Der ist das, der rappt wie kein Zweiter. Das Ding ist nur, weil keiner auf den weisen Samuel hört. Ich habe dem gesagt, mach nicht so viele Battles, weil du verbrennst dich. Der kam rein, beste Newcomer-Leistung ever. Der kam, also, wo kommt der her? Warum ist das so eine Urgewalt? Also wirklich, der hat auch Ami-Vorbilder und so. Der ist laut, leise, schnell, Rap-Technik, humorvoll, kann langsam. Zieh dir den rein und sag mir mal deine Meinung. Muss ich. Genau. 4-7 fand ich auch nicht schlecht. Also diese eine Runde, die immer wieder viral geht, die man bei TikTok tausendmal sieht. Noir, oder? Ja, genau. Ich auch gerade geile Punchlines, aber ich will so, ich finde das Kompletteste bis jetzt, was es gab in diesem Written-Battle-Ding, war wirklich Lars. Weil er hat das, finde ich, gebracht. Ja. Er hat durchgeflogen wie eine keine Maschine. Aber Lars hatte zum Beispiel keine Punchlines und auch keinen guten Humor. Ich finde aber, dass er das mit so viel Real Talk einfach wettgemacht hat. Meisterwerk, safe. Aber der bleibt noch dem Beweis übrig, ob der auch so One-Liner schreiben kann. Kann der Punchline schreiben? Oder ist die Punchline die Story über den Gegner, wie der fett ist und was für einen scheiß Namen der hat? So, das ist ja auch nochmal eine Kunst. Aber ich würde mich zum Beispiel selber auch eher als so ein MC sehen. Ich war auch nie der Punchline-Stärkste. Ich glaube auch, du kannst. Also, dass ich so Kollege-Lines droppe, weißt du, wo du wirklich so zweimal überlegen musst, oh, wow. Ja, das ist beim Battle-Rap auch scheiße, beim Live-Rap. Weißt du, wenn die zu kompliziert sind. Genau. Aber bei mir ist, glaube ich, viel mehr über Emotionen und Real Talk, würde ich die Leute probieren. So, und da muss halt eine Mischung her. Und das Ding ist, wie gesagt, der Sport ist ein anderer. Und auch Fahrt. Ihr seid da trotzdem noch Novizen, weil das letzte Mal habt ihr das vor 15 Jahren gemacht, vor Free Sinanji und weil beim Arschfix-Song hat Sido an dich gedacht. Oh mein Gott! So, das war das Level da. Ja, und jetzt ist, keine Ahnung, jetzt wird gedickt, jetzt gibt's Insider, jetzt gibt's Wordplay, jetzt gibt's Humor, Stand-Up, jetzt gibt's asozial, Mutter hast du nicht gesehen, deswegen, das ist geil bei Battle Rap. Es ist so unfassbar facettenreich und so unberechenbar. Aber ich glaube, dass auch heute in einem Fahrtbild, ich habe jetzt bei diesem einen Satz hängen geblieben, kennst du das, wenn jemand was sagt, noch voll lange weiter, du bleibst bei diesem einen Satz hängen. Ich glaube, auch noch heute würde in einer stabilen Fahrtrunde, wenn er irgendwann, weiß nicht, bei Zeile 36 sagt, warum ich für Band keine Liebe habe, ich glaube, Sido dachte an dich, als er den Arschwechsel geschrieben hat, dass die Leute durchstehen werden. Auf immer jeden noch. Fall. Mhm. Ja, glaube ich auch. Aber so als einzelne Line in diesem Szenario, zu dem Zeitpunkt, als der Song auch noch aktuell war. Ja, so. Klar, ja, nochmal. Ich glaube, Fahrt kann das gut machen. Weil ich er bringt auch diese Ignoranz, dieses Asoziale von oben herab. Fahrt, ich glaube, er ist von seiner Substanz weniger angreifbar als ich.
So, weil er hat so dieses gewisse, diese gewisse Sicherheit und dieses Selbstbewusstsein. Ja. Bro, er hat mir damals bei einigen Battles richtig den Arsch gerettet. Ne? Es gibt richtig geile Anekdoten, das müsste normalerweise gefilmt worden sein. Das wäre einfach Filmmaterial. Ja. Ich mit 13 so auf den ersten Bühnen stehe und noch nicht mal weiß, was ein Doppelreim ist und immer gefickt werde. Ja. Aber halt dieser kleine Iraner bin, den er gern hat. Und dann, er ist schon 4-5 Jahre älter als ich. Geil mit Mike. Und er springt auf die Bühne, sagt, Bruder, geh zur Seite, nimmt das Mikrofon und fickt die alle und so. Solche Momente, Alter. Das werde ich ihm nie vergessen. Richtig. Also ich würde es übelst feiern, wenn er das wirklich macht. Natürlich glaubt man noch nicht dran, aber dass du sagst, der hat da Bock drauf. Er hat es jetzt definitiv vor. Also es müsste wirklich irgendwas passieren, wo er sagt, ey, nee, aufgrund der und der Tatsache, ich habe mich komplett von dem Gedanken verabschiedet, ich will was ganz anderes machen. Mhm. Also er hat eine starke Legacy, er hat auf jeden Fall auch Robot-Rap mitgeprägt, so ist einer der Vorzeigefiguren, kann jetzt auf eine sehr geile Zeit zurückblicken und der wird sich auch die nächsten Jahre darüber Gedanken machen, wie er das ganze Ding irgendwann mal beendet, so, weißt du? Und ich glaube, dass er einfach diesen Gedanken für sich hat, ich höre da auf, wo ich angefangen habe. Ja, Killer. Und verabschiede mich als ein ewiger King in diesem Ding. Das ist ein geiles Ding. Weißt du? Und das Ding ist natürlich auch, sollte er doch entgegen der Erwartungen unsicher sein oder ein bisschen verkacken oder zerfetzt werden, was ja alles passieren kann, das Battle Rap. So, dann will der ja so auch nicht aufhören. Oder sollte der jetzt einen Rund machen und sich denken, boah, ist das ein geiles Gefühl, ich will einmal will ich noch reinhalten. So, er ist in einer sehr geilen Position, das zu machen. Ja. Ich will das jetzt gar nicht so vergleichen, aber ich glaube, bei mir ist es schon die bisschen unangenehmere Situation. Zu 100%. Ja, 100%, weil der ist glatter als du. Und hat so eine Ignoranz, so eine Arroganz und der hat halt nicht, also sich nicht so aufgemacht wie du. Ja, ja. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ob der Vater ist, ob der eine Familie hat und bei dir weiß man halt alles. Man kann halt richtig, und man kennt deine Triggerpunkte, bei ihm wüsste ich nicht mehr, womit man den richtig triggern kann so. Mhm. Und bei dir ist, Dicker, such dir was aus. Ja. Ja. Ja, aber es sind trotzdem auch immer die gleichen Dinge bei mir. Ja, aber live vor Leuten, wo du die Fresse halten musst, die dich dafür auslachen. Das ist das Ding. Das ist die Scheißsituation. Das ist die Scheißsituation. Ja, und da musst du irgendwie ruhig bleiben. Ja, du würdest auf jeden Fall allein schon, du würdest eine Runde nur auf meine Größe gehen, safe. Aber du würdest es probieren, auf eine humorvolle Art und Weise zu verpacken, weil du bist, wie groß bist du? 1,90. Ja, okay, das ist ein Unterschied, der dann auf der Bühne schon sieht. Das sieht halt ekelhaft aus. Das sieht ekelhaft aus. Ja, genau, ich kann mich halt runterbeugen. Ja, das wäre voll ekelhaft. Oder, aber was ich glaube ich eher machen würde, ist, das drei Runden lang nicht zu sagen und am Ende zu sagen, guck mal, und das alles habe ich gemacht ohne einmal. So, ist dann ganz ekelhaft. Oder man entscheidet sich für Nummer sicher, ich habe nicht genug Lines. Okay, eine halbe Runde auf die Größe, muss ich jetzt gehen. Ja. So, aber das aber es ist für mich auch schon wiederum sehr vorhersehbar. Ne? Also ist, Dicker, dann denk dir einen Konter zurecht. Oder denkst du, der Eminem-Move ist komplett tot? Ja, der ist komplett tot, ja. Der ist wirklich tot. Ja, also dieses, tot. So den Gegner entwaffnen. Du kannst den machen, aber jeder im Publikum weiß, okay, der hat Schiss. Ehrlich? Ja. Ist das so, ja? Ja. Also unter den guten Leuten, ja. Krass. Auf jeden Fall, das kannst du nicht mehr bringen. Ich will anfangen. Okay, er wird wahrscheinlich das und das sagen. Dicker, wie viel Angst kann man haben? Eine Runde jetzt Wind aus dem Segel nehmen, stell dich da einfach. So. Ich denke so gerade darüber nach, was wäre ein Werkzeug, was genauso krass ist, um den Gegner zu entwaffnen, aber nicht diese Masche. Das ist der Shit, auf den man kommen muss. Also bei dir wäre es, ich weiß nicht, ob ich das vor Kamera schon das Teaching mache, also bei dir ist natürlich, Dicker, dein Status ist eine Waffe, dein, wo du herkommst, was du geschafft hast, ist eine Waffe, deine Rap-Skills müssen einmal displayed. Ich zeig dir gleich die paar Bars, die ich geschrieben habe. Ja. Und dann will ich von dir eine ganz, es ist nichts Besonderes, ja. Ist absolut nichts Besonderes, ja. Aber ich möchte von dir eine ehrliche Antwort darauf, sowieso. Dass du mir sagst, guck mal, dafür, dass du nicht mal weißt, gegen wen du schreibst. Mhm. Dass das einfach nur, du hast ohne Beat, ohne irgendwas dich zu Hause hingesetzt und gesagt, ich würde so vielleicht anfangen oder ich würde vielleicht so kommen. Jetzt willst du für mich schon meine Antwort phrasieren. Zeig mir einfach die Lines. Okay. Zeig mir einfach die Lines und ich sag dir im... Ja, aber ich habe nicht mal einen Gegner gehabt. Ich habe einfach nur so ein bisschen... Zeig mir random A Cappella Lines und ich sag dir, ob die im heutigen Kosmos irgendwie, was da waren falsch ist, also ob die gut sind, ob die ziehen würden oder ob man die auf den Gegner vielleicht so und so umschreiben könnte. Safe. Okay. Gerne. Sollen wir das jetzt machen? Kurz Pause und dann weiter drüber. Können wir auch machen. Zeig. Das habe ich so. Dicker. Killer.
Ehrlich? Killer. Ich habe, also ich bin im Szenario drin. Leute, Hype, Druck, du stehst da jemandem gegenüber. Erstmal, es gibt gewisse Arten von Leuten, ich muss natürlich jetzt referieren, ne? Ja, jetzt kannst du wieder. Yeah. Es gibt gewisse Arten von Leuten, die das Wort Hurensohn gut sagen können. Und du gehörst dazu. Ne? Das ist, also Hurensohn klingt aus deinem Mund wirklich richtig perfekt. Klingt richtig schön. Und gerade, also der einzige Kritikpunkt ist, wo ich sagen würde, das ist zu viel Zeit für Vorbereitung. Für nur zwei Punchlines, weil da sind zwei Punchlines drin. Also wirklich Punchlines, Reaktionen, das mit Ben Salomo. Und das, was am Ende war noch irgendwas. Deine Freundin, sie würde mir sagen. Frag den Junkie, der denkt, der will Goldrapper. Das sind die zwei guten Punchlines. Der Rest ist natürlich Bombe gerappt, lebt von Attitude. Und Dicker, wenn ich mir vorstelle, ich bin da im Publikum, achtstelliger Millionär, was macht der hier, pipapo. Da würde ich vielleicht, weiß nicht, 4 bis 6 Lines kürzen, weil Punchline-Dichte auch wichtig ist. Mhm. Aber der Einstieg ist Bombe. Und das ist auch kein Eminem-Einstieg, weil du verschwendest nur 3, 4 Zeilen dazu. Ja, recherchiert, pipapo. Und wenn ich mir vorstelle, dass das noch ich kann mir sogar vorstellen, dass in dieser Flow-Passage auch ein Jubler schon reinkommen würde, einfach nur wegen Excitement, weil du halt ablieferst und auf so einer Welle reitest und Reim nach Reim. Und manchmal geht da die Energie mit den Leuten schon durch. Da muss nicht mal diese Line kommen, sondern das Intro ist schon so geil. Also ich kann mir vorstellen, dass die nach einer Minute auch einfach generell so erstmal, wow, nice, Alter. Geil. Ja. Also für geil. Da, freut mich auf jeden Fall. Ja. Also dafür, dass es wirklich, es war länger. Ich dachte, es kommt wirklich so einfach nur so 4 abgehackte Punchlines. Nein, es geht noch weit. Ich habe noch ein bisschen mehr, ne? Aber es ist alles dicker. Also ich will gar nicht wissen, wenn du dich dran setzt und dir noch ein bisschen. Und noch einen Gegner hab. Also wenn ich wirklich weiß, über wen ich da. Maßgeschneidert, ein bisschen mehr Zeit investieren und noch jemanden ranholen, der dir sagt, okay, das wurde schon gesagt zu dem und dem. Also ein bisschen jemand, der Battle Rap Expertise hat, was Insider angeht. Bruder, ich hätte nur Angst vor meinem eigenen Kopf. Das ist alles, ne? Also Text wirklich, vergessen. Du redest zum Beispiel von Fallhöhe. Mir geht's gar nicht darum. Nicht dieses, ich komme dahin und ich weiß, dass meine Vorbereitung zu 100%, dass das, was ich vorbereitet haben werde, ausreicht, um diese Halle als ein Rap-King zu verlassen. Ja. Ob mein Gegner solide war oder mich auch gut gefickt hat, ist egal. Die werden sagen, der war krass. Ja. Ich habe nur Angst davor, dass der Text, dass ich auf einmal, ich kenne mich, Bruder, das kann mir passieren. Textaussetzer. Ja, dass du wirklich, dass du in dem Moment auf einmal denkst, okay, das was? Ist, Bruder, ich erzähl dir was. Guck mal, Battle Rap, ich hatte nie dieses Problem, nie. Und es gab eine Show 2011, 12, ich war mit Casey irgendwo in Hannover, ich werde das nie vergessen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich stand auf der Bühne, wir hatten eine Show und dann habe ich in dem Moment darüber nachgedacht, dass ich eigentlich seit Jahren, ohne mich auf Texte vorzubereiten, einfach auf die Bühne gehe und alle meine Texte kann, weil ich die Songs einfach kenne. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, habe ich alle Songs nacheinander den Text verkackt, weil ich das erste Mal bewusst dran gedacht habe, was passiert, wenn du den Text verkackst. Ja. Und Bruder, ich hatte ab diesem Moment wirklich 3, 4 Jahre Probleme damit, ne? Dass ich wirklich auf der Bühne immer diesen Gedanken hatte. Und dann irgendwann habe ich 1, 2 Touren gespielt, wo ich zum Beispiel, es gab eine Zeit lang, wo ich wirklich noch mal kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, im Schnelldurchlauf alle Songs, jetzt kann ich auf die Bühne. Wenn ich das nicht gemacht habe, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht safe, es passiert was. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wodurch, keine Ahnung, auf irgendeiner Tour habe ich das einfach nicht gemacht und es hat funktioniert. Da habe ich gemerkt, es ist nur Kopfsache. Ja, wenn ich mich nicht verkopfe und ich bin textsicher, ich kenne meine Texte, ich musste nicht mal vorher durchgehen. Mhm. Ich gehe auf die Bühne, wenn der Gedanke mich in Ruhe lässt, dann mache ich das. Ja. Aber Bruder, an welchem Tag gibt es mehr Gefahr, dass dieser Gedanke hochkommt, wie an diesem Tag? Das ist verstehst du, was ich meine? Ich verstehe was. Ich bin schon, bei mir geht es um alles. Ich bin gestorben auf der Bühne. Ich bin schon wirklich, ich bin 1000 Tode gestorben auf der Bühne. Und ich habe ja auch Fallhöhe, weil ich bin ja der einzige Battle Rapper, der sagt, ich bin der Krasseste, ich bekomme am meisten Geld. Ihr seid alle, ich bin der Klüger als ihr alle. Und wenn ich da meinen Text vergesse. Du bist so ekelhaft zu Leuten, dass die Leute wollen, dass du auf die Fresse natürlich bekommst. Natürlich. Und dann passiert es einmal und seitdem jedes zweite Battle. Und dann, es gibt aber auch Plan B, Plan C. Wenn ich einen Texthänger habe, steige ich da wieder ein, als Stichwort. Ich beende eine Zeile, die sich reimt auf den Anfang der nächsten. Wenn ich hier eine Pause mache, dann mache ich laut Nachrichten an oder Musik, muss zuhören, was in den Nachrichten passiert, mach die wieder aus, muss erstmal das sagen, was in den Nachrichten passiert ist und muss dann wieder meinen Text reinfinden. Also du kannst dir auch die schlimmsten Szenarien zu Hause machen, um darauf klarzukommen und es hilft trotzdem nichts. Weil diese Situation, die ist so, die ist einmal, die ist einzigartig, die ist Druck und ich will aber fragen, ob es ein Dopingmittel gibt, was dabei hilft. Vielleicht Xanax.
Kennst du so ein bisschen so, die ist alles AG1. Nein, aber das ist so ein Beruhigungsmittel, was dafür sorgt, dass alles scheißegal ist. Und ich, gerade wenn du so verkauft bist, ich bin ja auch so ein Typ, ich habe auch einen Battle-Rap-Kollegen, weißt du, wie kann das sein, dass du nicht jokes, meinte, ich lerne das eine Woche vorher und dann rap ich das einfach. Diese, Mann, diese Gefahr, Alter, dass du solche Gedanken hast, die kommen ja auch mit der Fallhöhe. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Wenn natürlich du wirklich weißt, die ist scheißegal, ja, oder? Ich hab so ein, und solche sagen, was ich jetzt habe, bevor du weiterredest, ich habe jetzt diese Reaction of Jesus Battle gemacht. Es gibt Battles, da kannst du meine Reaction auch auf meinen Battle legen und das passt 1:1. Ja. Was macht der da? Punchline Scheiße. Hallo, hallo, komm mal, wo ist dein Text? So, und meinst du nicht, Jesus und seine Leute gucken jetzt genau, was ich beim nächsten Mal mache. Und wenn ich jetzt meinen Text vergesse und eine Punchline nicht zündet, können 18.000 Hurensöhne auf mich wieder eine Reaction. Aber du hast ihm kein Unrecht getan. Hab ich auch nicht. Aber trotzdem bin ich der, der gesagt hat, das war scheiße, das war scheiße, lern deinen Text. Ja. So, wenn ich Anfang Mai da stehe und meinen auch nicht kann, was dann? Ja. Aber es ist wirklich Kopfsache, ist nur Kopfsache. Das ist voll die Psychologie. Ich habe jetzt gleich gerade einen geilen Vergleich. Ich spiele in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich spiele gerade voll Retro-Nintendo auf der Nintendo Switch. Ich war bei meinem Bruder und habe dann gesehen, du kannst dir NES kannst du dir runterladen, so als Simulator. Ja. Dann kannst du alle Spiele spielen. Ja. Und ich bin bei Super Mario 3 Brothers, das ist für mich das beste Spiel aller Zeiten. Das hat so krass meine Kindheit geprägt. Ich habe es mit meinem Vater gespielt und alles. Und früher war das eine Mammutaufgabe, das durchzuspielen. Ja? Ja. Und jetzt spiele ich das. Und einmal durchgespielt, so mit denselben Problematiken, die ich so als Sechsjähriger hatte. Und okay, du kannst das jetzt, krass. Mhm. Und jetzt geht es nur noch um Bestzeit, dass ich das mit so wenig Problemen wie möglich durchspielen möchte. Mhm. Und so, ich will das so in einem Guss so richtig geil durchspielen. Mhm. Ja? Und jedes Mal, wenn ich zu verkopft an die Sache rangehe, dann verkacke ich, mache ich Fehler. Locker. Letztes Mal sitze ich offen, ich fliege mit meiner Frau und dem Kleinen nach Teneriffa und ich spiele einfach nur zum Zeitvertreib im Flieger. Und ich habe nicht den Gedanken, ich habe so den besten Run gespielt, Lockerheit, den ich je gespielt habe, weil es mir scheißegal Lockerheit war. Und wenn du als Battle-Rapper da reingehst und sagst, mich kennt eh noch keiner und ich hab's drauf, ich fick den jetzt. Was soll passieren? Was soll passieren? Kann nichts passieren. Dann bist du einfach, du hast schon so einen kleinen Vorteil, aber ja, Alter, das wäre so ein geiler Moment. Das wäre ein krasser Moment. Und das Ding ist, es gibt so, deswegen ich liebe Battle-Rap, deswegen könnte ich da auch noch weitere Stunden drüber reden. Was auch noch sein kann, ist, es gibt ja zwei Möglichkeiten, aus deinem Text rauszukommen. Entweder kommt keine Reaktion, oder du fängst damit an zum Beispiel und es kommt mittendrin eine Reaktion, du denkst so, und du bist selber von deinen Gefühlen über, man denkst so, krass, ich komme hier an, wie geil ist das? Und ey, wie geht das jetzt nochmal weiter? Das kann ja auch passieren. Krass. Dass die Reaktion so, dass du übermannt bist von positiv oder negativ. Ja. Oder dein Gegner sagt dir irgendwas, was dich richtig aufregt oder was falsch ist. Und du in deinem Ego-Kopf, in deinem Kontroll, denkst du so, Digga, der hat gelogen, was lügt der hier? Und dann denkst du so, wenn deine Runde anfängt, ich muss erstmal die Lüge klarstellen. Und dann bringst du erstmal einen scheiß Freestyle-Konter, weil Lügen klarstellen ist immer ein scheiß Freestyle-Konter, weil dann sind die Leute so, ja, okay, der hat es halt nicht gesagt, aber wie ist jetzt dein Text? Und du hast eine scheiß Reaktion, einen scheiß Start in die Runde und das sind drei Runden. Digga, Battle Rap ist Wissenschaft. Boah, ich hab so Bock drauf. Battle Rap ist Wissenschaft. Wirklich, ich hab echt Bock drauf. Und was auch noch wichtig ist, welche Plattform, in welcher Stadt. Also Fahrt darf das zum Beispiel nicht in Berlin bei Diltili machen. Für Fahrt muss es eine extra Veranstaltung geben in NRW gegen jemanden, der auch schon mal in NRW gebattelt hat oder dem das egal ist, der überall performen kann. Aber es sollte da sein, weil es wäre zu schade, wenn Fahrt irgendwo hingeht, wo die Leute sich denken, der ist nicht von hier, der ist Industry, macht hier einen auf Nein. Es muss schon neutraler Boden, es muss schon guter Vibe da sein. So, dann lass es Frankfurt sein. Ja, irgendwie ja, sowas. Ist auch wichtig. Ja, Digga, und dieser Gedanke, ob ich das eines Tages mache, hängt auch wieder mit diesem Zwiespalt zusammen. Ja. Weil wenn ich mich für Weg nach rechts gehen wähle, dann ist das vorbei. Ja. Ein Scheiß drauf. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich irgendwann sage, ey, ich bin mich zufrieden mit diesen zwischen den Stühlen stehen und dass die Leute ein bisschen CEO, ein bisschen Rap-King, ein bisschen Liebeslied-Rapper und von allem ein bisschen in mir drin sehen, aber untermale dieses MC-Ding jetzt mit einem Move in meiner Karriere, den sich keiner trauen würde, dann würde das für mich wirklich in Frage kommen. Und du kannst halt auch auf der Bühne sagen, keiner von euch Pissern, wie er alle heißt, hat sich das bis jetzt getraut. Keiner. Okay, einer hat sich getraut, aber der hat 6 CDs verkauft. Auch eine Punchline, safe Punchline, kannst du auch nehmen. So, aber ich meine nur, indem du das machst und nur deinen Text nicht vergisst, kannst du auch auf jeden anderen mit dem Finger zeigen. Auf Fahrt nicht, weil der macht es ja wahrscheinlich dann vor dir. Ja. Aber was natürlich auch geil wäre, ist, du machst es in den nächsten 3, 4, 1,5 Jahren, machst du es, machst einmal den Deckel drauf, lässt dich dafür feiern und dann switchst du um. Was denkst du, ist eine gesunde Vorbereitungszeit? Weil ich glaube, man kann sich auch zu lange vorbereiten. 3 Monate. Also bei mir sind es 3 Monate, 1 Monat Recherche, 1 Monat Text auswendig lernen, 1 Monat Performance üben.
So habe ich das für mich. Ich bin aber auch der mit Abstand am längsten braucht. Also ich würde sagen, für jemanden, für den Text auswendig lernen, der es nicht so lange braucht oder der sich nicht viel Sorgen um Performance macht, reichen auch 2 Monate oder anderthalb. Es gibt auch Leute, die machen es in 4 Wochen, aber das ist nicht. Verarscht. Ja. Ja. Crazy. Und das ist was du jeden Tag denkst. Und und das ist halt wirklich ein wirklicher Grund, nicht zu wegducken, der einfach jetzt gerade dafür sorgt, dass es de facto einfach nicht funktioniert. Ich kann das gerade nicht machen. Ja. Ich muss mir wirklich die 2, 3 Monate www.ausreden.de. Und wenn das wirklich die einzige, die halt toleriert werden muss, weil wenn ich das jetzt gerade mit dem Pensum mache, den ich da reinlegen würde, die Leute um mich herum würden mich für einen Wahnsinnigen halten. Meine Künstler würden sagen, was macht dieser Typ da die ganze Zeit lang? Der hat jetzt kurz, der bereitet sich und jetzt. Und die würden es im Endeffekt nicht feiern, wenn du es machst? Wenn ich es mache und es dann funktioniert, würden die es danach verstehen, was ich diese 3 Monate gemacht habe. Ja. Weißt du? Davor, also schieb ihnen die Aufgaben zu, konzentrier dich 2 Monate. Weil ich verbeiß mich in sowas. Ich weiß, Bruder, ich bin ein Typ, ich habe dieses Ding in der Hand und laufe nur noch von links nach rechts. Mhm. Ich sag's dir, Bruder, ich weiß, jeder ist lieber in den Momenten, in denen ich das ein oder andere Mal einen Diss-Track in meinem Leben schreiben musste und da ist der Druck, glaube ich, noch ein bisschen weniger, aber schon ähnlich, weil ich auch mit einem großen Namen, sage ich mal, in der Öffentlichkeit stehe und die Leute erwarten was und ich weiß zum Beispiel noch damals bei dieser San Diego Julians Blog-Geschichte. Hast du 2 sogar rausgehauen, ne? Oder? Ja, gegen Julian einen einzelnen, den ich so am Tag auf Freestyle im Livestream geschrieben habe, nachdem ich morgens seinen Müllsong da gehört habe. Ja. Aber das war so das erste Mal, dass ich mich sehr unkomfortabel gefühlt habe, weil ich kannte von San Diego nichts, außer dieses 30 Minuten gottlose King Battle, was er da gegen diesen Gio gemacht hat. Ja. Und ich wusste einfach nur, dass dieser Julians Blog ganz ekelhaft sein kann und Leute ganz ekelhaft diffamieren kann. Und die beiden haben sich jetzt zusammengetan und wollen mich jetzt vernichten. Ja. Kündigen an, mich zu vernichten. Und die haben Social Media Power auch gehabt. Und die haben Social Media Power gehabt. Bruder, in diesen 4 Tagen. Und das Geilste ist, wenn ich dann in diesem Flow bin, du triffst mich in den wildesten Ecken. Ja. Du triffst mich so zwischen Toilette und Küche in so eine Flur, wo kein Mensch einfach so... Und ich stehe da so 1 Stunde lang. Ich stehe 1 Stunde und ich bin da drin, Bruder. Ich bin da drin. Ich glaube, ich habe 700 Zeilen. Also ich weiß auch, dass ich ein kleiner Psycho bin. Ne? Ja. Das sage ich jetzt nicht, um den Leuten Angst zu machen, aber warum, um mal rückblickend auf meine Karriere zu... Warum ich in solchen Momenten immer ziemlich gut performt habe... Ich werde wirklich krank, vor allem, wenn ich mich bedroht fühle. Wenn ich sage, hier kann jetzt etwas passieren, was mir mein Gesicht nimmt, Bruder... Du musst noch kranker sein als ich, weil ich mache nichts anderes. Deswegen, ich glaube auch so anderthalb Monate. Ich mache nur noch Pissen und Scheißen, das ist das Einzige, was ich daneben noch mache. Ich glaube, du schreibst schnell, du lernst auch schnell auswendig. Ich glaube, 1,5 Monate, maximal 2 würden bei dir wahrscheinlich auch reichen. Ja, es ist dann nur noch die Performance, dieser Moment. Es ist nur dieser Moment. Diesen Moment kannst du nicht simulieren. Alter. Nein, kannst du nicht simulieren. Auch schon so versucht zu Hause, man, alles probiert. Ich habe alles probiert. Ehrlich, was hast du dann so für Sachen gemacht? Hast du dann irgendwie so... Ich habe das Gesicht vom Gegner ausgedruckt und mich dann so davor gestellt... Und den die ganze Zeit angerappt und irgendwann denkt man so, während du so punchst, denkst du so, stehe ich ja gerade wirklich von der Wand und von einem, was ist das, machst du hier, Mann? Ne? Also wirklich, dann. Scheiße! Dann habe ich. Hast du Freunde geholt und gesagt, beleidige mich zwischendurch oder boot rein oder was weiß ich? Das ist das Einzige, was ich nicht mache, ich zeige niemandem eine Silbe vor irgendwas. Ehrlich? Also keiner von meinen Freunden, für die hören das auch das erste Mal. Vorteil und Nachteil natürlich. Ich könnte denen was zeigen, wo die sagen, Dicker, das versteht keiner. Okay, dann lass ich das raus. Oder ich schreibe irgendwas Geiles und die sagen so, also dass meine Freunde das genauso feiern wie das Publikum, weil sie es auch zum ersten Mal hören. Ja, und bei Jesus kann ich mir das nur so erklären, dass er Leute um sich herum hatte, die alle ihn, also die nicht ehrlich waren, die nicht die Eier hatten zu sagen, ey. Nee, die es nicht besser wissen, glaube ich. Ja. Ich glaube, keiner von denen hat eine, das sieht man ja auch an den Leuten, mit denen der da teilweise Streaming-Reactions macht, keiner von denen hat Ahnung vom Battle Rap so. Deswegen, also das Beste ist, du musst, wenn du in Battle Rap eintauchst, musst du jemanden haben, der sich mit der heutigen Battle Rap Szene auskennt, so, weil sonst passieren dir Fehler, so, die auch gar nicht vermeidbar sind. Man träumt halt von diesem, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich alle Ami-Battles kenne, aber was ich kenne zum Beispiel, was mich voll beeindruckt hatte, war Disaster gegen Cassidy. Ja, In diesem Parkhaus. Parkhaus. Und das war so, der Disaster hat überkrass gerappt, aber dieser Cassidy hat ihn meiner Meinung nach auseinandergenommen. Und das ist so ein Moment, den ich gerne hätte. Du kommst als Industrierapper auf dieses Schlachtfeld zurück, aber zeigst du deine unfassbare Überlegenheit. Aber Cassidy hat es ja sabotiert. Was hat er? Er hat es ja sabotiert. Ehrlich? Das erste Battle hat er sabotiert. Das in diesem Parkhaus, ja? Nee, das auf der Bühne. Das auf dem Parkhaus war einen Tag später oder 2 Tage später. Ehrlich? Die hatten ein richtiges Set, Battle auf der Bühne und Cassidy hat übelst reingeschissen, Disaster hat den rund gemacht und Cassidys Entourage hat das sabotiert. Die haben bei Disaster reingerufen, so lange bis Abbruch war und dann haben die gesagt, okay, dann lass am nächsten Tag einfach in diesem Parkhaus machen und dann hat Cassidy den rund gemacht.
Die haben das Original-Ding haben die krass, sabotiert. Krass, kenne ich ja, nicht. Voll. Muss ich mir mal reinziehen. Aber das ist so das Battle, wo ich mir so denke, wenn du kommst, du musst so kommen. Ja. Du musst so kommen und du musst diese Energy, diesen Spirit hinterlassen. Genau, und was Cassidys Ding ist, was jedem Kopf geblieben ist, ist seine Disaster-Imitation. Ja, dass er so rappen konnte wie er. Genau, und das ist so das Ding, der hat sich mit dem beschäftigt. Dicker, das ist Cassidy, das ist Wanna Come to My Hotel. Und der kann 1:1 einen Battle-Rapper nachmachen. So, das ist halt nochmal Königsdisziplin so. Deswegen, krass. Das ist ja... Krass. Was soll ich dir sagen? Ja, wir haben jetzt lange drüber gesprochen. Ja, wir werden schauen. Haben wir schon 2 Stunden oder was? Crazy. Wow. Crazy, Alter. Ja, krass. Bin gerade erst warm geworden. Ja. Was bei dir wichtig ist, hör auf, dich dazwischen zu verstecken, sondern entscheid dich für Seiten. Ne? Und du hast, wenn du 5 oder 6 Themen hast, kannst du dich ja auch 4-mal falsch entscheiden und 2-mal richtig. Und die Sachen haben vielleicht mehr Gewicht als die anderen, um jetzt nochmal den Philosophen raushängen zu lassen. Gerne, Digga. Ich bin auch Team verkopft auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, dass das hier heute geklappt hat. Cool. Und ich würde sagen, wir sind raus. Okay. Peace. Ich bin ehrlich, als du ankamst, dachte ich so, ein bisschen low energy, weil du warst so, hattest du so angefühlt, wie gerade Mittagsschlaf gemacht, jetzt irgendwie eine Stunde rum. Hatte ich auch wirklich. Ja? Ja. Deswegen musste ich kurz erstmal warm laufen. Aber mit dem Battle Rap Talk habe ich dich dann. Ja, das war. Aber ich habe vorher einen gemacht, ja. Ja, da spätestens. Ja. Müsst ihr euch reinziehen. Also wenn die Leute, wenn du später mal auf die Bühne gehst, dann kriege ich auf jeden Fall, ich mach so wie Arafat. 50% für alles, was ich mit Battle Rap einnehme, geht an Cynic. Geil, wir haben es auf Kamera. Aber wie bist du hier reingekommen, dachtest du so, weil wir haben ja noch nie miteinander länger geredet, ne? Also ich habe schon einen coolen Talk erwartet. Vor 2 Jahren hätte ich gedacht, dass ich hierher komme, damit du mich probierst zu roasten. Ich hatte so richtig dieses Bild von dir, da habe ich mich ein bisschen mehr mit deiner Person beschäftigt und habe dann schon gecheckt, als dass wir wahrscheinlich ein tiefgründigeres Gespräch miteinander führen können. Cool. Und mit dieser Intention bin ich gekommen, aber ich war halt selber ein bisschen insecure, weil, wie ich am Anfang erwähnt habe, ist eine wilde Zeit gerade und man hat so bei vielen Ansichten oder bei vielen Punkten verschiedene Ansichten und weiß nicht genau, mit welchem Mindset man jetzt gerade nach außen treten will, aber wir haben ja viel rumphilosophiert. Voll. Und das, glaube ich, ein sehr ehrliches, ich habe schon viele Interviews oder Gespräche geführt, aber das ist sehr ehrlich, ohne dass das so perfektioniert ist von mir künstlich. Du siehst, glaube ich, viele Ecken und Kanten in diesem Gespräch, zu denen ich in diesem Gespräch dann auch offen stand, weil alles andere hätte keinen Sinn gemacht, weil alles andere verstellt gewesen wäre. Ich glaube, man wird auch merken, wenn du fake ist. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Habe ich auch 1-2 Mal gemacht und dann hat man es auch sehr schnell gemerkt. Ja? Ja, ich denke, ja. Okay. Nicht bewusst gefaked, aber wo du dich probiert hast, gewissermaßen zu verhalten und dann schnell das Feedback bekommen hast, dass das gekünstelt wirkst. Ja. Das ist also, dass du gekünstelt wirkst. Wann hast du eigentlich, gab es mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, ich kann so gut reden? Irgendwie in der Schule oder so, also einen Vortrag gehalten hast du das irgendwie so, oder dass jemand zum ersten Mal zu dir gesagt hat? Ich war Deutsch ganz gut, Inhaltsangabe oder Interpretation oder sowas. Ich habe früh angefangen, Texte zu schreiben, aber das ist jetzt kein Hexenwerk, das ist jetzt auf nichts Krasses zurückzuführen. Das ist einfach nur darauf zurückzuführen. Nein, so, ich komme, wie gesagt, Eltern, Akademiker, bis zur 9. Klasse Gymnasium besucht und... Warst du auf der Straße, die reden auf der Straße gar nicht so, hast du auf der Straße auch so geredet? Nee, aber ich war halt bis zur 9. Klasse auf dem Gymnasium und allein das mitzunehmen, das reicht heute noch aus. Ich bin ja auch nicht der, manchmal Leute, ich habe schon mal Kommentare gelesen, ey, der probiert immer so krass Deutsch zu sprechen, aber da merkst du hier und da, dass der Fehler macht und dass er gar nicht perfekt redet. Ja, weil ich nicht perfekt bin, weil das war eine Zeit in meinem Leben und dann ist man irgendwann auf die Straße geraten und diese Basic Skills von damals hast du auch noch, aber man hört auch ganz oft raus, okay, ab einem gewissen Punkt hat er sich auf jeden Fall in eine andere Richtung entwickelt, weißt du? Also ich bin jetzt hier nicht der, ich bin nicht der perfekte Redner, so, aber ich habe diese Basis-Skills, wenn man halt... Für einen Rapper kannst du, also... Ja, für einen Rapper ist es krass. Für einen Rapper ist es überkrass. Das ist ein Genius-Shit, wirklich. Also wenn ich teilweise, da hörst du ja Sachen. Ja, das ist aber so halt auch ein bisschen peinlich eigentlich, ne? Weil... Wo man ja eigentlich meinen sollte, die mit Worten hauptberuflich umgehen, sollten zumindest auch reden gut können. Sprechen können. Und ich denke, dass viele Hypes und viele Mythen und so geile Spots, die existieren, bei Rappern genau dann kaputt gehen, wenn die Leute anfangen, zu viel von der Privatperson mitzubekommen, was dann spätestens durch Interviews passiert, wo man ganz schnell das Gefühl bekommt, warte mal, Alter, guck mal, der Typ macht so krasse Musik. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Superheld, Alter. Der müsste maximal smart sein, aber ich sehe hier in diesem Gespräch, dass der viel Gehirnzellen hat. So. Und deswegen trauen sich viele, glaube ich, nicht mehr vor die Kameras. Und diejenigen, die es dann machen, weil sie sich leider Gottes auch für schlauer halten, als sie es in Wirklichkeit sind, begeben sich dann auf einmal in sehr ungewisse und gefährliche Gewässer, die auf einmal dafür sorgen, dass der ganze Zauber um sie herum verfliegt, weil die Leute einfach merken, okay, der Typ ist dümmer als ich. Gebildeter bin ich auf jeden Fall und deswegen kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Ich stelle mir so eine Situation immer vor, wenn einer von denen sagt, oh, ich muss ein Interview machen, der A&R oder Manager sagt so,
vertrau mir, lass lieber nicht machen. Ob die sich dann denken so, hä, denkt ihr, ich kann das nicht? Oder ob die sich denken so, ja, das wird wohl deine Taktik sein. Ja, entweder gibst du ein cooles Interview, in dem du wirklich was Wertvolles von dir gibst und halt auch sprachsicher da einfach vernünftig performst. Ja. Oder du machst etwas, was so absurd und bescheuert ist, dass es einfach zu einem Meme wird. Wie Hafti zum Beispiel. Wie Hafti, viele Haftbefehl-Interviews oder das eine einzige legendäre Yakari-Interview bei Ali Boumaier. Das kenn ich gar nicht. Bruder, du musst dir das reinziehen, Alter. Das ist so wahnsinnig. Das wahnsinn. Comedy. Das ist so wahnsinnig. Das ist so wahnsinnig. Ja, aber entweder bist du so, weißt du, oder du machst es serious. Aber wenn du serious wirken willst, ja, aber es nicht bist und dann einfach viel Scheiße aus deinem Mund rauskommt, das ist schwierig, Bruder. Ich glaube echt, dass das deine Mucke kaputt machen kann. Ne? Du kannst ein unfassbarer Künstler sein. Du kannst der krasseste von allen sein, wenn das zu sehr durchschimmert. Ja. Aber soll ich dir sagen, bei wem ich zum Beispiel glaube, dass die Interviews geil werden, der macht aber trotzdem keine und der ist ein Megastar? Mhm. Apache. Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe seine Doku gesehen und das Umfeld von dem ist so... Der wirkt nicht doof. Der wirkt nicht doof. Deswegen, ich glaube, der könnte richtig... Aber ich weiß nicht, ob... Mich schickt das auf, weil ich bin auch so ein Output-Mensch. Ich weiß auch ganz genau, wenn ich es ein Jahr nicht battlen würde. Und dann, aber ich denke, ich habe so viel zu sagen, ich will auch machen, aber manchmal ist mehr oder gar nichts halt wirklich, gar nichts ist mehr. Ja. Aber Apache, glaube ich, der könnte, wenn der einen so ein geiles 20-Minuten-Interview bei einem geilen Format machen würde, das wäre, glaube ich... Vielleicht spart er sich das auch auf. Dadurch, dass er noch keine Interviews gegeben hat oder kein richtiges, wird es wahrscheinlich ein absolutes Event sein in dem Moment, wo er es das erste Mal macht. Aber klar, das darfst du auch nicht zu auf die zu lange Bank schieben. Aber ich glaube wirklich, dass ganz viele Leute, derjenigen, die gerade erfolgreich sind, sich bewusst von sowas fernhalten, weil sie wissen, Alter, wenn ein bisschen durchschimmert, was für ein Typ ich in Wirklichkeit bin, dann ist nichts mehr mit voller Arena und voller Halle und Millionen von Streams auf meinen Songs, weil ich einfach Ja. Aber wer ist für dich der Motherfucker? Der Motherfucker? Ja, wer ist für dich der Motherfucker? Was heißt der Motherfucker? Du weißt genau, was der Motherfucker heißt. Wer ist für dich der Motherfucker? Wo du bist auf einem Festival, gehst in den Backstage, siehst ihn und denkst dir so, Dekerchen, Alter. Einfach nur geil, was du machst. Oder was du gemacht hast, oder deine Legacy, oder den Film, den du gerade fährst. Wer ist für dich der Motherfucker? Boah, schwierig, Alter. Ich könnte es wirklich nicht... Wenn ich mich jetzt unbedingt entscheiden müsste... würde ich Sido sagen. Mhm. Ich war letztens, habe ich ihn bei seiner Weihnachtsshow an 3-4 Terminen besucht und auch mit ihm performt auf der Bühne. Ja. Und ich habe mir seine, paar Wochen vorher habe ich ihn aber in der, wie heißt die Dingshalle, neben Mercedes-Benz? Verti. Nicht Verti, aber nee, nicht diese andere, Max Schmeling. Mhm. Habe ich mir mal nach langer Zeit richtiges Konzert reingezogen. Und das war für mich richtig beeindruckend zu sehen, dass ich einen Rapper sehe, der ein 2-Stunden-Programm, 1,5 Stunden, 2-Stunden-Programm hinlegt. Ich kann fast jeden Song mitrappen, obwohl ich mich nie viel mit Sido so beschäftigt habe. Ja, weißt du, ich kann jeden Song kenne ich. Und der macht so richtige Gänsehautmomente, weil er auf einmal einen Song aus 2006 auspackt. Ja. Und das ganze Publikum kennt diesen Song. Und dieser Song ist einfach, der heißt Bergab oder Mein Testament. Das war nicht mal eine Single, das ist einfach ein Albumsong von einem Album aus dem Jahr 2006. Ja. Und die ganze Halle grölt mit, Digga. Und er ist trotzdem da, er hat trotzdem die Monthly Listeners, der kann konkurrieren mit Apache, mit Luciano. Also er ist auf diesem Grind, aber er ist einer aus unserer Garde. Ja. Weißt du, und er macht Hits, aber macht trotzdem Rap. Und er wirkt als MC. Wir sitzen in dem Gespräch, was die Leute dann gleich sehen werden. Und sagen, Sido, könnten wir uns vorstellen, dass er auf die Bühne geht und battelt, so, weißt du? Voll. Und also, wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, dann würde ich ihn sagen. Und von den jüngeren Leuten gibt es auch Leute, die Bahnbrechendes erreichen. Ob es ein Apache ist oder auch ein Luciano, dessen Weg so gerade ins Internationale langsam geht und so. Ja. Aber ich, mir fehlt ein bisschen dieser Kreis komplett ist, die Personality und auch so ein bisschen dieses... dieses Selfmade, dieses... Ich habe halt bei den allen so ein bisschen das Gefühl, okay, da sind 8 Köpfe im Hintergrund, die dafür sorgen, dass das alles so perfekt glatt gebügelt ist. So, ne? Ich will so das Gefühl haben, der Typ macht das selber. Der ist der Brain hinter dieser ganzen. Aber wie viel macht Jamule denn selber? Ha? Macht Jamule selber? Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Also diesen Pfad müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Er macht sehr viel selber und ich würde mich nicht nur bei Jamule, sagen wir mal stellvertretend für alle Künstler, viele meiner Künstler machen viel selber und würden sie an gewissen Stellen erlauben, dass ich das mache, was ich eigentlich machen sollte, was eigentlich mein Job ist, glaube ich, dass die noch viel größer werden. Was natürlich auch wieder ein Paradoxum zu dem ist, was ich davor gesagt habe. Deswegen ist es für die Karrieren dieser Jungs wahrscheinlich gut, dass die zulassen, dass es 7-8 Köpfe im Hintergrund gibt,
7, 8 Köpfe, das ist so einfach eine Zahl, aber dass es da Köpfe im Hintergrund gibt, die mitdenken, die aufpassen, die strukturieren, die quasi die Architekten des Ganzen im Hintergrund sind und der Künstler, es soll Künstler sein, ich jemand, der sich alles selber aufgebaut hat, brauche aber was von diesen Skills, um jemanden auf diesem Level zu respektieren, wie du mich gerade gefragt hast, wen ich so als den absoluten Motherfucker sehe, jedoch sage ich als CEO, der selber ein Label hat, dass ich mir von meinen Künstlern, die alle ziemlich jung sind und eine bestimmte Sichtweise auf die Dinge haben, ich würde mir wünschen, dass die einfach nur Künstler sind und nicht probieren, auch noch Architekt im Hintergrund zu spielen. Okay, weil, ich glaube, dass ich für andere Künstler eine gute Vision habe. Das ist auch zum Beispiel, ich selber bin da aber auch reflektiert bei mir selbst. Zum Beispiel, wenn es um mein eigenes Album geht, fange ich an, PA Sports wirklich wie ein Produkt auf Life is Pain zu sehen. Mhm. Und ich lasse nicht von anderen meinen Singles auswählen, aber ich lasse mich da stark beraten, weil ich weiß, dass ich da nicht objektiv bin. Ich bin zu sehr selber in diesem künstlerischen Prozess, um selber festzulegen. Und das sind meine Künstler genauso. Deswegen sage ich zum Beispiel, ey, macht eure Musik, macht alles und bringt mir das und lasst mich dann auswählen und gucken und so, weil ich gucke darauf wie ein Fan. Ihr könnt das gar nicht. Mhm. Jeder Rapper hat zum Beispiel dieselbe Krankheit. Der Song, den du als letztes gemacht hast, der gefällt dir immer am besten, weil er in deinen Ohren am frischsten klingt. Deswegen habe ich auch jede Woche einen Künstler am Ohr, der mir erzählen will, dass sein Song, den er gestern Abend gemacht hat, seine nächste Single sein sollte. Und ich sage, Bruderherz, ich küsse deine Augen. Ja. Nein, dein Song, den du seit 4 Monaten tot hörst und gar nicht mehr hören kannst, der ist deine nächste Single. Weil du musst verstehen, die Menschen, wenn wir den morgen als Single droppen, die hören den so, wie du, als du ihn das erste Mal gehört hast. Mhm. Verstehst du das? Aber Bruder, dieser Song gefällt dir nur, weil du ihn gestern gemacht hast. Ich küsse dein Herz. Lass uns für 2 Wochen machen. So bin ich auch. Ja. Deswegen habe ich bei mir selber schon, weiß ich, ich war ab meine bestimmten Personen. Ich habe einen Personenkreis von 3 Leuten, die ich da als kompetent betrachte, wo ich sage, den zeige ich meine Musik vorher. Und wenn der mir sagt, dieser Song ist keine Single, ich schwöre auf alles, ich höre auf den. Okay. Es gibt nur bestimmte Momente, wo ich mir 100% sicher bin, wo ich weiß, da lasse ich mir von keinem erzählen. Und bei dieser, wenn ich mir so sicher war, habe ich auch nie von jemandem gehört, nein, das ist es nicht. Okay. Da bin ich immer sehr schnell auf, hast du recht, selber auch muss kommen. Filter. Ja, voll. Das ist wichtig. Wann bist du das nächste Mal live auf der Bühne irgendwo? Mein Booker probiert mich die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass ich die ganze Zeit auf Tour sein müsste und warum habe ich nicht schon längst eine neue Solo-Tour angekündigt und so, aber ich bin so, keine Ahnung. Festivals habe ich letztes Jahr, wie gesagt, viele gespielt, da haben wir uns ja auch auf dem Bookup getroffen. Mhm. Ich habe kein aktuelles Album und ich mag es auch nicht immer dann so mit alten Sachen unterwegs zu sein, beziehungsweise ja, ich habe jetzt ein aktuelles Album, aber kein Album, was auf Live angelehnt war, auch kein Album, was mir jetzt rückblickend so gefällt, wie mir andere Alben gefallen. Festival ist nicht einfach nur ein Book? Geht so. Das ist ganz geil, ich will auch keinen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt gerade so gesagt, dass ich einfach so ein bisschen eine Saison aussetzen will, dass ich mich so voll und ganz auf meine Kunst konzentrieren kann. Ich will wirklich, okay, man sagt das immer, aber du hast ja für dich selbst einen Anspruch. Du hast ja dieses eine perfekte Album, was du einmal während deiner Karriere machen möchtest. Ja. Und ich probiere es immer wieder, dieses Album zu machen. Ja. Und habe dann hinterher immer noch so 2, 3 Kritikpunkte, wo ich sage, deswegen ist es das. Das war mit einem darüber gesprochen, glaube ich. Ja, wir haben mal darüber gesprochen. Und ich will das jetzt halt endlich machen und ich will dieses Album machen und will dann mit diesem Album auf Tour gehen und will dann mit diesem Album diese Gewinnermomente haben und auf Festival gehen und auf Tour sein und so. Mach diese und 2 Seiten mit der Box. Da machst du 2 Auftritte pro Abend. Ja, und wenn ich mit meinem Booker gerade rede, versteht das gar nicht. Ich sage, Bruder, du musst auf Tour gehen, das ist ein neues Geschäft, das floriert. Du weißt gar nicht, du hast kein Gefühl dafür. Wenn du jetzt eine Tour ankündigst, wie viele Tickets du verkaufen würdest, das ist ganz anders wie vor 2 Jahren. Ich würde einen Screenshot von meinem Kontostand schicken und sagen, mach ruhig. Ich kann nächstes Jahr. Ja, ich sagte ihm halt, ey Digga, chill, ich will erstmal machen und dann so. Und man, ich habe auch ein Gefühl dafür, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin jetzt gerade, man muss, das ist auch das, was vielen Künstlern fehlt. Selbsteinschätzung. Wann bist du gerade heiß? Wann wollen die Leute unbedingt hören? Ja, und sehen? So. Und ich glaube, jetzt gerade ist ein ruhigerer Moment und ich kann so einen Moment aber selber anzünden. Und ich will dann eine Tour ankündigen, wenn ich so einen Moment angezündet habe. Ja. Und Selbsteinschätzung ist etwas ganz Wichtiges und das fehlt ganz vielen Künstlern. Klar. Ganz vielen Künstlern. Das fehlt auch ganz vielen Menschen auch in ihrer Art und Weise, wie sie sich auch dann im Social Media verhalten und von einem Fettnäpfchen ins andere treten. Einfach weil die so, Alter, ich weiß auch nicht, warum das so schwer ist, ne? Ich habe es relativ. Ja, weil du bist, weil man selber ist und es schwer ist, auf sich selber von außen drauf. Nein, ich bin auch ein Mensch. Ich glaube, es gibt zum Beispiel 2 Momente. Wir führen ja einfach noch ein zweites Gespräch. Ja. Also, es gibt so 2 Momente, die ich hier und da auch schon mal erzählt habe, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals von Pottweiler wegging, das war so unser Movement, wo Manu Wilson damals so unser Anführer, Mentor war. Er ist ja eine ältere Generation. Als ich von da weggegangen bin, ich hatte nichts.
So, und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals habe mich bei Fahrt gemeldet, weil er wirklich einer der ersten war, die ich in dieser Szene kannte, und der hatte da schon ein, zwei Releases. Ich sagte, Bruder, kannst du mir helfen? Ich will irgendwie ein Album droppen, Alter. Und ich bin jetzt von da weg. Manuel war so alles, was ich hatte, und wir verstehen uns nicht mehr gut und wir haben uns jetzt gestritten und ich habe nichts. So, und er hat gesagt, Bro, ich helfe dir, kein Problem. Ich kann dir auf jeden Fall den Vertrieb klären. Die werden kein Geld investieren, du musst alles selber herstellen, alles selber machen, und der Typ wird trotzdem noch einen Euro von dir haben wollen. Mhm. Darko damals, Out for Fame. Ah, okay. Aber ich kann dir das vermitteln, dass du wenigstens releasen kannst. Dann hat er zu mir gesagt, was denkst du denn, was passiert, wenn du ein Album rausbringst? Ich sagte so zu dem, ja, keine Ahnung, ich verkaufe bestimmt 1000, 2000 CDs. Mhm. Was ist mir, Bruder, wie kommst du darauf, dass du 1000, 2000 CDs verkaufst? Ich sage, Bruder, ich bin PA, ich war bei Echo, mit Manuels, Pottweiler, NRW, rum. Ich sage, Bruder, sei froh, wenn du 300 CDs verkaufst. Wer bist du denn? Du bist irgendein Typ, den man seit Jahren mit Manuels assoziiert. Sonst weiß man nichts von, warum das Feedback, Alter. So, und ich war so, erstmal war ich sauer. Ich so, soll ich jetzt, aber dann habe ich das sehr schnell reflektiert und dachte mir, Bruder, der Typ sagt die Wahrheit. Welche 2000 Menschen gehen jetzt wegen mir morgen in einen Handel und kaufen eine CD? Ja. Und ich habe es angenommen. Und dann habe ich das erste Album rausgebracht und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Bruder, wie hast du verkauft? 800 CDs, erste Woche. Du bist Dings, so Trends in 70, geil, in den, geil, das ist richtig gut, mhm, ne? Gratuliere, Glückwunsch. Guck mal, wenn ich bei der Erwartung geblieben wäre, das 2000 noch, weißt du, was ich meine? Und so einen ähnlichen Moment hatte ich zum Beispiel vor einigen Jahren, da war ich mit Mixo. Mixo und ich sind ja quasi miteinander aufgewachsen in diesem Ding. Okay, Mixo, ne? MacLeod, oder? Ja, ja. Okay. MacLeod ist noch später erst dazu gekommen. Er war quasi so, so ein Freund von Mixo, den er irgendwann mitgenommen hat. Mhm. Ne? Ich kann mich daran erinnern, wie wir 2018 Blackrock Studios Santorini waren, und er war ja gerade auf diesem Anfang, da hatten wir mir zum Beispiel Jamule das erste Mal gezeigt und hatte so diese ersten Hits mit Loredana, da war so gerade diese neue Wave am Entstehen. Ja. Ich bin so mit diesem Studio und ich will so mit dem Album machen, ich will die ganze Zeit auf 90, 95 BPM rappen und machen und tun. Bruder, und irgendwann guckt er mich an und sagt, Bruder, darf ich ehrlich sein? Ich sage, ja, bitte. Bruder, es macht gar keinen Spaß, mit dir zu arbeiten, ne? Ich sage, warum? Ich sage, Bruder, du bist ein Dinosaurier. Ich sag, ich bin Dinosaurier, ich bin 28 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Ich sag, Bruder, was laberst du da? Ich bin so richtig sauer, ne? Ich geh so auf die Terrasse, und dann da war gerade dieser Neymar-Song von Capital aktuell, und ich hab ihn gehasst. Ich hab diesen Song, ich hab's gehasst. Okay, und ich komme auf die Terrasse und hör mein Kollege, der einfach mit mir da ist, hört so diesen Song auf so einer Dingsbox. Und dann fuck ich mich über ihn auch. Ich sage, Bruder, mach den Scheiß auf. Was ist mit euch allen los? Und dann sagt mein Kollege zu mir, sagt der Bruder, guck, dieser Song ist gerade ein Hit mit keine Ahnung wie vielen Millionen Streams. Ja. Sind die Leute alle bescheuert? Oder kann es vielleicht sein, dass du etwas nicht verstehst? Ja. Ich gehe jetzt einkiffen. Kennst du so, dann bin ich... Dann habe ich mich irgendwo kurz hingesetzt und ich so, Alter, du jagst seit Jahren und Alter, du willst. Oder ich will sowas nicht nochmal hören. Ja. Ich will auf dem aktuellen Stand sein. Ich will mich mit Musik auskennen. Ich will, selbst wenn es nicht meine Musik ist, ich will den Zeitgeist verstehen. Ja, richtig. Ob ich diese Musik mache oder nicht. Ich habe es angenommen. Ich habe es, egal, ich war auch abgefuckt. Ich habe richtig mein Ego gespürt. In beiden Momenten, wo Fahrt mir diesen einen gesagt hat und auch da, wo Mixo mir dieses andere gesagt hat. Aber ich habe es zugelassen. Und dass ich das zugelassen habe, war wirklich wichtig für mich. Bruder, ich kämpfe jeden Tag gegen Menschen. Die können das nicht. Mhm. Die fühlen sich beleidigt von dir. Ich probiere das manchmal mit Engelzungen zu verpacken. Ja. Ich höre mir danach so meine Sprachnachricht selber an und denke mir, Bruder, wie krass du geredet hast. Das muss zu dem durchdringen. Wenn er darauf jetzt bockig reagiert oder dir so komisches Feedback entgegenbringt, dann ist der Typ einfach, hat er einfach einen Dachschaden, Alter. Ne? Und du redest wirklich wunderschön. Du sagst so schöne Sätze, Alter, und du kriegst dann wirklich wieder, okay, Bruder, dann mach's. Ja. Dann mach einfach. Und das ist voller Wand, Alter. Dann mach einfach. Weißt du, und das ist für mich schwierig zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die diese Fähigkeit einfach, die besitzen sie einfach nicht. Alter, und das tut mir für die leid, weil das ist das A und O. Ja, manchmal weiß man es einfach besser, ne? Naja, manchmal weiß man es auch wirklich besser, das ist auch in Ordnung, aber es ist das A und O, und das ist wirklich gefährlich. Ich sehe das manchmal von außen. Ich sehe es auch bei vielen Leuten, die jetzt aktuell in der Öffentlichkeit stehen und in so einem Hexenkessel sind und so, die fragen, ich sehe so in deren Augen, wie die sich jeden Tag fragen, warum komme ich da nicht raus? Und ich denke mir, boah, ich würde dir so gerne die Antwort drauf geben, aber ich bin froh, dass ich nichts mit dir zu tun habe, Bruder, und mach mal einfach weiter. Weißt du, was ich meine? Du guckst dir das an, wenn Leute nur Ja-Sager um sich herum haben, auch ganz gefährlich, Bruder. Das ist das Gefährlichste, was dir passieren kann, dass die Menschen um dich herum sich nicht mehr trauen, dir zu sagen, dass dein Song kacke ist. Oder dass das Album, was du gerade gemacht hast, nicht so krass ist, wie du denkst. Mhm. Oder dass
dass du hier wirklich eine falsche Ansicht hast und wirklich mal überdenken solltest, ob die Art und Weise, auf dieses Thema zu blicken, gesund ist, richtig ist. Soll ich dir das sagen? Das ist halt wirklich, ich kenne das ja, also manchmal, wenn ich so random Lines habe oder Comedy-Dinger und ich die meinen Kollegen zeige oder als ich auch mal Songs gemacht habe und die sind dann so, ey, ich so, Digga, das ist keine Ahnung. Und dann wirklich dieser Moment, also ohne kiffen gehen, sondern Bier trinken und Zigarette rauchen. Warum war das jetzt nicht gut? Digga, man versteht das nicht. Wo ist da die Punchline? Ich so, weil dieser Moment ist so scheiße, du beschäftigst dich mit was, du hast ein kleines Baby, das zeigst du jemand und sagst so, wow, das Kind ist schon hässlich. So, das ist der Moment. Ne? Und dann musst du irgendwann realisieren. Ich sagte mittlerweile, ich suche danach. Ja. Ich suche danach, weil ich mich mittlerweile auch in eine Position reingearbeitet habe, dass es bei mir mittlerweile auf eine verständliche Art und Weise sich nicht mal mehr jeder traut. Ja. So, weil die Leute wirklich sagen, ja, Bruder, du bist doch der Boss, du weißt doch am besten, wie es läuft. Ne? Aber zum Beispiel jetzt gab es vor, weiß ich, knapp 3 Monate ist das ja, hast du eventuell mitbekommen, da gab es mal kurz, ich will das jetzt gar nicht thematisieren, gab es einen ekelhaften Angriff auf mich. Mhm. Und ich habe mich so aus der Reserve locken lassen, habe so ein Statement gedroppt, so. Und danach war es wie so ein Geistesblitz. Ach du Scheiße, was hast du hier gerade gemacht, Alter? Du hast hier gerade eine Bühne erschaffen. Mhm. Und die Leute haben jetzt gerade die Möglichkeit, etwas zu verbreiten oder etwas zu tun. Die hätten gar nicht das Spielraum, den Spielraum dazu gehabt. Ja. Dann sage ich so zu meinen Leuten, ey, warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ich das nicht machen soll? Und dann fing mir so der Erste an, Bruder, ich dachte schon, dass ich dieses Problem schon kommen sehen, was darauf folgen könnte. Aber Bruder, ich dachte mir, du weißt, was du machst. Ich sag, nein, Bruder, ich weiß manchmal nicht, was ich mache. Sag es mir. Dann habe ich gemerkt das erste Mal, ey, ich habe jetzt nicht, dass ich mich jetzt krass machen will, aber ich habe mir so eine Position erarbeitet, dass die Leute mich wirklich als eine Führungspersönlichkeit sehen und sich deswegen denken, ey, er wird es besser wissen. Aber selbst ich suche danach, Digga. Ich sage den Leuten, nein, ich weiß es nicht besser. Das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, sagst du es mir trotzdem. Ja, perfekt. Sag es mir trotzdem. Apropos Brände legen, da kommen wir zum Schluss. Du hast eben gesagt, vor ein paar Minuten, irgendwann kann ich mal so einen Moment auch kreieren, wo ich wieder was initiiere, wo ich wieder so einen Brand lege und dann wieder heiß werde und so. Kannst du den dann bitte bei mir machen? Wie meinst du das? Nächstes Mal im Podcast. Ach so, okay. Kein Problem. Bleiben wir so? Ja, gerne. Dir, haben wir eine wahre Freude.